Liebe Community, leider gab es bei der Aufnahme des Gesprächs technische Probleme mit der Aufzeichnung meiner Moderation. Ich bin daher im Interview leider nicht frontal zu sehen. Ich bitte euch, diesen Fehler zu entschuldigen und wünsche euch nun ganz viel Spaß beim Schauen des Interviews. Liebe Community, herzlich willkommen hier zu einem weiteren Gespräch auf meinem Kanal. Heute mit zwei ganz besonderen Gästen. Und zwar begrüße ich zum einen die Politikwissenschaftlerin und Publizistin Dr. Ulrike Gero. Hallo Frau Gero. Hallo. Und zum anderen die aus Berlin kommende Journalistin Aya Velasquez. Hallo Frau Velasquez. Hallo. Ja, ich freue mich wirklich sehr, dass es hier heute endlich, muss man sagen, geklappt hat mit diesem Gespräch. Wir wollen uns hier heute zum einen über Europa unterhalten. Und Frau Gero, Sie haben sich sehr viel schon mit dem Thema Europa beschäftigt, aber wir wollen hier heute, das ist der Sinn unseres Gesprächs, uns kritisch mit Ihren Ideen befassen. Dafür habe ich Sie noch mit eingeladen, Frau Velasquez. Deswegen freue ich mich ganz besonders, dass Sie den Weg hier heute hierher gefunden haben. Ganz kurz zur Entstehung dieses Interviews. Wir beide hatten, ich glaube, das ist jetzt schon über ein Jahr her, ein Gespräch geführt, ein Interview geführt. Und in einer kleinen Sequenz des Interviews hatten Sie George Soros als einen linken Milliardär bezeichnet. Und das wiederum hat Aya Velasquez aufgegriffen und es bei Twitter geteilt. Und da kam es dann, ja, sag ich mal, ein wenig zu Spannungen. Und daraufhin haben wir eben gesagt, wir setzen uns einfach mal zusammen und führen das kritisch aus. Es soll nämlich auch heute um Ihre Verbindung gehen zu diesen transatlantischen Thinktanks und Stiftungen, für die Sie ja sehr aktiv waren. Aber ich würde sagen, wir fangen erstmal mit dem Thema Europa an. Und Sie, Frau Gero, Sie gelten ja, Sie wurden immer als glühende Europäerin bezeichnet. Deswegen fange ich einfach mal mit Ihnen an. Deswegen meine eröffnende Frage an Sie, Frau Velasquez. Wie sieht es denn bei Ihnen aus? Sind auch Sie eine glühende Europäerin? 100%ig. Ich bin nur in dem Punkt anderer Meinung, dass ich glaube, dass wir keine europäische Republik, also kein rechtliches Dach oben drüber brauchen. Aber bis 2020 wäre ich wahrscheinlich begeistert gewesen von dieser Idee, weil ich bis dahin noch nicht hätte ermessen können, was die Gefahren von Machtmissbrauch sind, wenn es eine einheitliche Gesetzgebung gibt über staatlicher Natur. Und ich denke, einen Vorgeschmack hatten wir jetzt halt 2020 bis 2023, was es heißt, wenn Gesetzgebung auf einmal transnational ist. Und daher hätte ich ab 2020 von solchen Ideen stark Abstand genommen. Frau Gero, Sie äußern sich mittlerweile auch recht kritisch über die Zustände hier in Europa und auch vor allen Dingen hinsichtlich der EU. Würden Sie sich mittlerweile sogar als eine EU-Gegnerin bezeichnen? Ja, also erstmal danke, dass wir dieses Gespräch jetzt mit einiger Verspätung führen, aber ich hatte auch ein paar anstrengende Monate, das brauche ich vielleicht nicht zu erklären. Europa und die EU, das müssen wir jetzt wirklich mal ganz scharf trennen, ja. Ich glaube, es ist auch wirklich ganz wichtig, immer mitzudenken, wer eigentlich wie alt ist und in welche Erzählung sozialisiert wurde. Ich bin Jahrgang 64, das ist vielleicht wichtig, ja. Das heißt, ich war so Ende 20, Anfang 30, als das in den 80er Jahren losging, Mitterrand, Delors, Ever Closer Union, politische Union, Friedensprojekt 89. Es war eine sehr schöne Erzählung, das war es ja auch, eine friedliche Revolution. Und wir wollten ja ein politisches Europa, ein demokratisches Europa und so weiter. Wir haben das nicht bekommen, aber dass ich, die ich in den 80er, 90er Jahren studiert habe, meine Doktorarbeit gemacht habe, in Frankreich war, mich da verliebt habe und so weiter, also diesen ganzen deutsch-französischen Maastricht-Film mitgemacht habe und dann bei Jacques Delors gearbeitet habe in den 90er Jahren, kann ich gleich was zu erzählen. Wenn man das also dann über 10, 15 Jahre so macht und überhaupt sich noch daran erinnern kann, und das wäre mir wichtig, wie ein gesamtes politisches System in den 90er Jahren an diesem Traum de facto gearbeitet hat. Also das darf man ja nicht vergessen. Jeder, der dabei war, ganz egal, ob die Italiener oder die Franzosen oder wer auch immer, als das damals gemacht wurde, diese Aufbruchsstimmung nach 89, Europe whole and free, wir holen die Osteuropäer dazu, man kann wieder nach Prag, man kann wieder nach Polen, wir bereiten eine Osterweiterung vor, wir bereiten eine Verfassung vor, wir bereiten eine politische Union vor, wir haben diskutiert über
den Begriff des europäischen Bürgers, ja, und so weiter. Ich kann da gleich noch drauf eingehen. Also ich kann nur aus der Erinnerung sprechen, es war eine komplett andere Situation. Und ich würde mich stark dagegen verwehren wollen, dass in den 90er Jahren, ich war ja sehr nah an Jacques Delors dran, dass das damals irgendwie ein Machtmissbrauch war. Im Gegenteil. Ja, also Jetzt. Aber in den 90er Jahren, das muss man sich mal klar machen, also es gibt ja keinen weniger korrupten Kommissionspräsidenten als Jacques Delors. Jacques Delors hat immer an die europäischen Arbeitnehmer gedacht. Jacques Delors wollte immer stärkere europäische Gewerkschaften. Ja? Also Jacques Delors hat die Europäische Sozialunion gemacht. Das wird ja alles nicht miterzählt. Aber den Leuten, die das ernsthaft betrieben haben in den 90er Jahren, unterstelle ich jedenfalls nicht, dass die irgendwas Schlimmes oder Machtmissbrauch im Feld hatten. Dass es anders gekommen ist, dass wir die Verfassung nicht geschafft haben 2003, dass der Euro neoliberalisiert wurde, weil wir die Sozialunion, die Jacques Delors wollte, nicht geschaffen haben. Das ist ja eine Tragödie, dass die Franzosen nachher mit Nein gestimmt haben. Nicht, weil sie gegen die Verfassung waren 2005, sondern weil sie natürlich gegen diese Neoliberalisierung und gegen die Bolkestein-Novelle waren, ja, also gegen die Liberalisierung der Arbeitsmärkte. Das wird ja alles nicht mehr miterzählt. Insofern würde ich einfach erstmal nur bitten, dass wir ein bisschen darauf achten, wer wann in welche Erzählung eingestiegen ist und wann Erzählungen auch kippen. Ich habe ja jetzt in meinem jüngsten Buch Endspiel Europa eigentlich genau beschrieben, dass für mich das Projekt EU in der Art und Weise, wie wir es vorhatten, also demokratisch, politisch und so weiter, in den Jahren, sagen wir mal 2001, 2, 3, 4, 5 scheitert. Also vielleicht mit dem französischen Nein, um mal ein Datum zu setzen. Ja? So, und wer mich damals beobachtet hätte, die Leute kennen mich ja jetzt eigentlich interessanterweise erst aus der Corona-Diskussion, ja, ist ja auch witzig, also man schreibt sich 20 Jahre lang die Finger wund zu Europa und irgendwie schreibt man mal so ein Corona-Buch und auf einmal ist man dann bekannt. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe in der ersten Dekade, als ich gesehen habe, wie das EU-Projekt nicht mehr funktioniert, wie die Verfassung scheitert, wie die Amerikaner Europa spalten, Irakkrieg, New Europe, Old Europe und diese ganzen Geschichten, bis hin zur Bankenkrise, wo dann nichts mehr stattfand an europäischer Koordinierung, habe ich mir nicht die Finger wund geschrieben. Ja? Und zwar sozusagen noch in diesen ganzen Thinktanks und so, wo ich war, in diesen Peer Groups, in denen man eben unterwegs ist, weil ich natürlich dachte, das merken doch jetzt alle, dass das nicht mehr so funktioniert, wie es eigentlich erzählt wurde. Aber dann merkt man das, und es ist ja ein Prozess. Also man braucht ja auch Zeit, um zu merken, dass man jeden Tag in ein Büro geht und Papiere schreibt und dass das, was in der Realität stattfindet, sich immer mehr von den Papieren entfernt, die man schreibt. Da braucht man einfach Zeit für. Ja? Abgesehen davon, das darf ich hier vielleicht auch mal ungeschützt sagen, war ich dann in den Nullerjahren, als ich anfing, diese kritischen Artikel zu schreiben, übrigens die ersten Artikel 2003, als die Verfassung gescheitert ist, ja? Viele Artikel zum französischen Referendum. Ich darf das vielleicht mal sagen. Ich habe damals den L'Ordre pour le Mérite bekommen, also das Verdienstkreuz der Französischen Republik. Und den wollte mir der französische Botschafter Claude Martin zu Beginn der Nullerjahre, also 2003, nicht überreichen, wegen meiner kritischen Artikel. Also insofern will ich nur sagen, ich bin außen vor oder könnte dokumentieren, dass ich eigentlich seit 2003, seit 20 Jahren gesagt habe, die EU, so geht es nicht weiter, das funktioniert nicht. Ja? Aber ich habe natürlich ungefähr 10 Jahre gebraucht, also 2003 bis, sagen wir mal, Bankenkrise oder so 7, 8 Jahre, um wirklich zu sagen, so jetzt reicht's. Und was die meisten ja nicht wissen, was wir dann auch diskutieren können, ist, dass ich ja 2013 schon zum ersten Mal meinen Job verloren habe. Ja, die meisten kennen mich jetzt, die Universität Bonn kündigt mir wegen Bücher und so weiter. Aber 2013 hat mir der European Council on Foreign Relations genau deswegen gekündigt, weil ich kritische Artikel geschrieben habe über die deutsche Dominanz in der Eurozone, über die undemokratische Technostruktur der Europäischen Union, darüber, dass das nicht geht, darüber, dass die Griechen nicht schuld sind an der Bankenkrise und so weiter. Das hat jetzt 2020 keinen interessiert. Ja? Dann komme ich da so auf einmal in so eine Öffentlichkeit, die mich nicht kennt. Die sehen dann alle, oh, Gero, EU, Soros, die ist ganz böse. Aber ich würde mal sagen, wenn ich über 20 Jahre zurückgehe, 2003 französische Verfassung, 2005 französisches Nein, Bankenkrise, mein eigener Rausschmiss beim ICFA, würde ich mal sagen, ich bin immer noch Europäerin, aber dass die EU nicht mehr funktioniert, ist im Prinzip die Bottomline dessen, was ich seit 20 Jahren schreibe. Und diese Europäische Republik war ja nun mal eine utopische Idee, um zu sagen, ey Leute, wenn die EU nicht funktioniert, so könnten wir es machen. Ich bestehe ja gar nicht apodiktisch darauf, dass wir es so machen müssen. Ja? Das steht ja auch drunter, eine politische Utopie. Aber das Buch wurde geschrieben 2016, Trump, Brexit,
Geflüchtetenkrise. Es hat nichts mehr funktioniert. Das deutsch-französische Tandem, wenn ich das kurz en passant sagen darf, war spätestens mal tot seit der Bankenkrise und seit diesem 50. Jahrestag Élysée. Ich war selber, 2013 war ja 50 Jahre Élysée-Vertrag, war ich hier in der Philharmonie. Da war ja Hollande mit seinem ganzen Kabinett. Ich habe nie einen unterirdischen Staatsempfang gesehen als den Empfang. Ja? Es wurde sie nicht gegrüßt und nicht gelächelt. Es wurde protokollarisch das Programm da abgenudelt. Ja? Und kaum waren die Reden fertig, ist die französische Delegation in Flugzeug. Also wenn man sich wie ich heartfelt für deutsch-französische Beziehungen allein deswegen interessiert hat, weil meine Kinder in Paris wohnen, weil ich da verheiratet war und das Land kenne, konnte einem 2013 schon das Herz bluten. Ja? Abgesehen davon noch mal 10 Jahre weiter. Wir sprechen ja gerade, wo Paris brennt und ganz Frankreich brennt. Insofern, ich will jetzt auch nicht zu lange sein. Ich wollte nur dokumentieren, wenn ich gefragt werde, ob ich immer noch für Europa bin, sage ich ja. Weil ich glaube, dass dieser Kontinent eine Kultur und eine Geistesgeschichte hat, die wichtig ist für uns und für die Welt und die wir sortieren müssen in einer funktionierenden Demokratie, also für Europa ja. Wie wir das im Einzelnen machen, das diskutieren wir jetzt. Wenn man mich fragt, ob ich gegen die EU bin oder EU-kritisch bin, dann würde ich sagen, nachweislich seit 20 Jahren. Seit 20 Jahren immer mehr, aber tatsächlich auch immer mehr. Ja? Und deswegen ist ja das Diskursangebot, was ich seit längerem versuche, eigentlich Hashtag Shaping Europe Beyond the EU. Also Europa jenseits der EU gestalten, ist eigentlich das Motto, was ich jetzt auf Twitter überall habe. Ich habe ja schon 2016, wenn ich das noch sagen darf, das European Democracy Lab gegründet, also einen Verein, der heißt ja so, European Democracy Lab, also Laboratorium für europäische Demokratie, weil wir da ausprobieren wollten, was können wir denn denken, schreiben, Europa anders denken. Und das hatte damals ja auch viel Erfolg eigentlich. Und im Grunde mache ich da weiter, weil ich immer noch denke, wir brauchen Europa. Ja, und Sie sagen ja auch, das europäische Projekt ist ein Stück weit daran gescheitert, dass keine europäische Verfassung zustande gekommen ist. Jetzt sagen Sie jedoch, Frau Velasquez, dass Sie einen rechtlichen Rahmen dieser europäischen Idee ablehnen. Das heißt, Sie würden da Frau Gero widersprechen. Nee, das ist, würde ich so nicht ausdrücken, sondern ich lehne keinen rechtlichen Rahmen ab, sondern ich würde die Überstaatlichkeit, also das, was Sie in Ihrem Buch vorschlagen, dass die EU-Kommission zur EU-Regierung wird, steht ja da so, würde ich in diesen Zeiten für keine gute Idee halten, weil eine europäische einheitliche Gesetzgebung mit einhergeht. Und das halte ich für in diesen Zeiten wirklich höchst gefährlich, weil wenn man eine einheitliche Gesetzgebung hat, gibt es kein Land mehr, in das man auswandern kann. Und vor 2020 hätte ich die Problematik nicht verstanden. Und ab 2020 ist Überstaatlichkeit für mich ein rotes Tuch, weil wir haben ja jetzt schon erlebt, was es heißt, wenn die WHO de facto nationale Souveränität aushebelt. Und ich weiß, was ich Sie fragen wollte, ist eigentlich, ob Sie das Thema mit der Souveränität vielleicht seit 2020 ein kleines Stück anders sehen. Weil, also viele Sachen in Ihrem Buch, habe ich ja jetzt nochmal reingelesen, da denke ich mir so, das müsste Sie doch jetzt anders sehen. Weil Sie beschreiben zum Beispiel auch Personen, die Sie positiv hervorheben, wie zum Beispiel Jan-Philipp Albrecht von den Europäischen Grünen, der dann fürchterlich hergezogen ist über die Aktion Alles dicht machen. Und da sind ja einige sicherlich, die damals mal Mitstreiter waren, die jetzt eigentlich nicht mehr zurechnungsfähig sind. Und so frage ich mich auch, ob nicht auch bei Ihnen vielleicht ein Reflexionsprozess eingesetzt hat, im Sinne von, dass die Nationalstaaten in diesen Zeiten auch ein Schutz sein können. Also, dass die Souveränität. Ich gehe mal direkt da rein, Herr von Witzleben, wenn ich darf. Ja, also erstmal, ich habe es auch extra deswegen für das Gespräch mitgebracht, aber vielleicht mal kurz in die Kamera gehalten. Ja, diese kleine Postkarte, ja, The European Republic is under construction. Die habe ich, erstmal schenke ich Ihnen die. Die habe ich im April 2012 entworfen. Warum? Weil im April 2012 war ein EU-Rat, das war vor dem Whatever It Takes von Mario Draghi, wo der Europäische Rat gerade auseinandergeflogen ist während der Bankenkrise. Und ich damals mit einem Berater von Macron, der war damals Wirtschaftsminister in der Regierung Hollande, in Brüssel wirklich mit Tränen gesessen habe. Und wir wussten, das ist jetzt hier das Ende von Europa. Ja, uns fliegt in dieser Bankenkrise, weil es kein politisches Europa gibt, der Laden um die Luft.
Ja? Unabhängig von dem ganzen faule Griechen und Italiener, wo mir das Herz geblutet hat. Ja? Und dann bin ich abends nach Hause und ich sage gerne, dass ich zu viel Rotwein getrunken habe. Und der Barcode, den man in der Postkarte sieht, vielleicht können Sie ihn noch mal in die Karte halten, es ist mir wichtig zu erzählen, dieser Barcode, der ja die, das ist ja nicht mehr die blaue Fahne, ja, mit den 12 Sternen, sondern das sind ja eigentlich die Fahnen aller europäischen Staaten, die so ineinander greifen. Und dieser Barcode ist von Rem Koolhaas. Und Rem Koolhaas ist ein niederländischer Architekt, der diesen Barcode entwickelt hatte. Der sollte auf die Rückseiten der Euronoten 2002. Und die Deutschen fanden das zu bunt. Ja, sie fanden das zu sehr Monopoly-Geld. Deswegen haben wir auf den Euronoten jetzt die Brücken. Warum ich das erzähle ist, als ich da zurückkam aus der Ratssitzung, ich war nicht dabei, wir saßen vor der Tür, wie auch immer, habe ich mir diesen Barcode genommen, weil ich auch gedacht habe, die blaue Fahne mit den 12 Sternen, diese EU funktioniert nicht mehr, das ist nicht demokratisch. Und wie, ich sag mal, ich weiß gar nicht mehr genau wie, wahrscheinlich weil ich betrunken war, ja, fiel mir das ein, the European Republic is under construction. Und ich will das nur kurz erzählen. Ich habe dann am nächsten Tag von dieser Postkarte, die ich irgendwie mit Adobe da designt habe, 500 Stück drucken lassen. Wir sprechen jetzt vom Zeitpunkt von 2012. Die südeuropäische Jugend stand auf den Straßen und hat demonstriert. Es gab Stefan Essel, empört euch. Die südeuropäische Jugend wurde verraten durch diese Austeritätspolitik. Die jungen Spanier sind alle nach Lateinamerika. Die Selbstmordrate unter spanischen Jugendlichen ist nach oben. Die Griechen wurden wie eine Stopfgans gefüttert mit diesem Memorandum of Understanding, ja. Das war für mich der schlimmste Moment in Europa. Und in diesem Moment habe ich die europäische Fahne wurde verbrannt vor dem Gebäude der EZB, als die EZB 10 Jahre Geburtstag des Euros feierte, 2012. Ja, so. Und in dem Moment hatte ich 500 von diesen Postkarten immer in der Handtasche und habe die überall gelassen. Auf irgendwelchen Biergärten oder auf Tischen und so weiter oder in Zügen. Und ich habe nur geguckt, was die Leute machen, wenn sie diese Postkarte finden. Und die meisten Leute haben die Postkarte genommen, angeguckt und gesagt, guck mal, ist das nicht süß? Und in dem Moment, ich erinnere mich genau, ich war im Zug von Berlin nach Prag und hatte so ein junges tschechisches Pärchen, die gesagt, was ist denn das denn? The European Republic is under construction. Guck mal, ist das nicht süß? Ja? Und in dem Moment hatte ich das Gefühl, ich bin ja auch Soziologin, dass es irgendwas mit Reframing zu tun hat, dass die EU nicht mehr funktioniert, Technostruktur und so weiter, aber dass der Begriff Republik, und dazu habe ich sehr viel Forschung übrigens gemacht, eine positive Resonanz hat. Ja, bei allen Bürgern. Es ist ja nicht umsonst, dass wir die Bundesrepublik sind, die République française, die Repubblica d'Italiana, die Rechtspospolita. Der Begriff der Republik ist ja eigentlich ein Juwel der europäischen Geistesgeschichte. Ich will es kurz machen. Dazu habe ich also viel Forschung gemacht. Ja, und dann ist die Idee entstanden, dass man in diese, eigentlich in den Verfall Europas nach der Bankenkrise, für mich ist die Bankenkrise eins der wirklich Anfänge vom Ende, weil wir den politischen Rahmen nicht gemacht haben, ja, und weil der politische Rahmen nicht gemacht haben, mussten wir Austeritätspolitik machen, mussten wir Bürger gegen Bürger spielen, mussten wir die faulen Griechen gegen die Italiener, gegen die Deutschen, gegen die Finnen stellen. Und deswegen ist meine Antwort auf das, was Frau Velasquez gesagt hat, natürlich brauchst du einen geeinten Rechtsrahmen. Natürlich ist die Frage Machtmissbrauch oder Machtgebrauch in großen Institutionen eine Frage. Darüber können wir gleich sprechen. Aber einen fundamentalen Punkt möchte ich machen. Wenn wir das Ziel hätten, wir müssen es ja nicht haben, aber wenn wir das Ziel haben, hätten, dass wir aus Europa ein politisches Gebilde machen, das demokratisch ist, ja, dann ist die Voraussetzung für eine Demokratie der allgemeine politische Gleichheitsgrundsatz. Das heißt, dass die Bürgerinnen und Bürger dieser Demokratie gleich sind vor dem Recht, und zwar in all ihren rechtlichen Belangen. Und dieser allgemeine Gleichheitsgrundsatz ist eigentlich das Prinzip der Republik. Republik sind diejenigen, die sich auf gleiches Recht einen. Und ich habe das erfunden, wenn Sie so wollen, weil mir in der Bankenkrise klar war, dass Europa notwendigerweise in den Bürgerkrieg geht, in was auch immer, wenn wir die Bürger nicht gleichsetzen vor dem Recht und dass es eine staatliche Struktur braucht, um das zu garantieren. Was ich damals damit gemeint habe, ist, dass wir die Bürger gleichstellen bei Wahlen, gleichstellen beim sozialen Zugang, gleichstellen bei politischen Rechten. Ja, das hat natürlich nichts damit zu tun, europäische Bürger der Globalisierung auszuliefern, die Korruption der EU zu unterstützen und so weiter. Das heißt, ich glaube, wir müssen unterscheiden zwischen Machtgebrauch und Machtmissbrauch, ja. Aber Jacques Delors hat immer gesagt, il faut une Europe qui protège. Wir brauchen ein Europa, das schützt.
Und insofern ist ja meine Idee, ich wiederhole, es ist ja sowieso nur eine kleine Utopie gewesen, ja, aber die Idee einer politischen europäischen Staatlichkeit, die man als Dach über Europa ziehen würde, als politisches Dach, das schützt und das die europäischen Bürger gleichstellt, ja, hat ja erstmal nichts damit zu tun, dass es Machtmissbrauch gibt, über den kann man reden. Es hat aber vor allen Dingen auch nichts damit zu tun, dass das alles zentralisiert sein müsste. Weil ja wir über dezentrale, regionalen Strukturen und so weiter nachdenken können. Aber was ist dezentral, wenn die Gesetze in Brüssel gemacht werden? Ja, aber die Frage ist ja, wie sie gemacht werden. Also ich sage, also dieser Begriff der Überstaatlichkeit, der stimmt ja... Aber sie gelten dann überall. Das heißt, ja, genau. Wenn jetzt zum Beispiel Mutti, ja, mit ihrer Bundesnotbremse... EU-Kommissionspräsidentin, also dann quasi die EU-Präsidentin gewesen wäre, dann hätte die Bundesnotbremse in ganz Europa gegolten. Weil das war ja ein Bundesgesetz. Und dann hätten wir eine Gesetzgebung in ganz Europa gehabt, die so wäre, man hätte nirgendwo mehr auswandern können. Okay, also wir, erstmal können wir leider sowieso, there's no more Excel, nicht mehr viel auswandern, das bedauere ich übrigens auch, ja. Aber nehmen wir mal den Punkt und bleiben aber bei den zwei Begriffen, die auch Frau Velasquez eben nochmal in die Diskussion geführt hat, ja. Souveränität und Überstaatlichkeit oder überstaatliches Regieren, ja. Den Jan-Philipp Albrecht lassen wir jetzt mal weg, ja. Dass ich in den letzten Jahren haufenweise meiner ehemaligen Kollegen und Kolleginnen aus dem Netzwerk verloren habe, das muss ich, glaube ich, jetzt nicht zum x-ten Mal in diesem Zoom auch nochmal sagen, ja. Aber der Begriff der sogenannten Überstaatlichkeit oder Governance oder überstaatliches Regieren ist natürlich ein Begriff, ich bin ja Politikwissenschaftlerin, der jetzt 20 Jahre lang als Multi-Level Governance in der EU erzählt wurde. Ja? Darüber können wir jetzt viel diskutieren. Was ist eigentlich Wissenschaft und warum hat das Wissenschaft so lange gemacht, mit diesem Begriff darum zu hängen und warum... funktioniert diese Multi-Level-Governance nicht? Warum gab es trotzdem Drittmittel ohne Ende, damit noch ein Forschungsprojekt und noch ein Forschungsprojekt, Yachtenfuchs und wie die ganzen Leute alle heißen, zu dieser Multi-Level-Governance heißt es ja, da gibt es ganze Bibliotheken zu. Lassen wir das. Ich glaube, dass diese Bibliotheken jetzt tatsächlich irgendwie für einen Orkus sind, ja. Aber jahrzehntelang war das ein wissenschaftlicher Topic der Politikwissenschaft. Lassen wir das einfach mal so stehen. Was ich nur sagen möchte ist, meine Idee, nochmal eine Utopie, ich sitze ja hier nicht und sage, wir brauchen die jetzt, ja, oder nicht mehr. Aber meine Idee war, weg mit diesem konfusen Multi-Level Governance, das keiner versteht, die Bürger wissen nicht mehr, wo sie sind, wo gehöre ich jetzt eigentlich dazu. Und insofern habe ich ja gerade das Gegenteil gemacht. Ich habe ja keine Governance-Struktur mehr gezeichnet, ich habe auch keine Regierung der EU gezeichnet, sondern ich habe im Prinzip eine europäische Republik verfassungsrechtlich aufgemalt, wie sie aussähe, wenn sozusagen die Europäische Republik eine große Bundesrepublik gewesen wäre, ja, mit Gewaltenteilung, mit 16 Ländern, also um es mal ganz plastisch zu machen. Wir haben ja in Deutschland Bundeskompetenz und 16 Länder. Wir wissen, dass bei uns die Kompetenzen von den Ländern ausgehen, ja. In Italien haben sie 20 Länder, also Apulien oder Umbrien oder wie das da alles heißt. In Frankreich gibt es 16 Regionen, Korsika, Elsass, Baskenland, Bretagne und so weiter, ja. In Polen gibt es die Woiwodschaften, irgendwie 16 sind es auch. Wenn man sich alte Karten von Europa anguckt, dann findet man da Böhmen, Katalonien, Schottland, Rheinland, Sachsen, Tirol, was auch immer man findet. Ja, alles autochtone Regionen. Es gibt gute Studien, dass die Leute eine regionale Zugehörigkeit haben, die noch über der nationalen steht. Ja, die meisten Leute haben ihr Lebensumfeld in 50 Kilometern. Und die Idee der Europäischen Republik war ja eigentlich beides, den Leuten dezentral die Regionen und ihre Identität wiederzugeben und zu sagen, jeder kann da dezentral sein und seine Identität behalten und gleichzeitig ein schützendes europäisches Dach im Sinne der Gleichheit aller Bürger einzuziehen und natürlich dafür zu sorgen, dass wir nicht mehr diese Abstimmungsverfahren haben wie in der EU, sondern ein anderes Parlament, volle Wahlrechtsgleichheit, volle das Prinzip der allgemeinen politischen Gleichheit für alle Bürger. Und dann hätten wir ja ein anderes System. Aber dann würden immer noch die zigtausend Lobbyisten an jedem EU-Abgeordneten dran kleben. Wie wollen Sie dem Problem denn Herr werden? Ja, aber dann habe ich ein anderes Level Playing Field. Also erstmal, ich mache den Menschen nicht besser. Das wissen wir seit Stalin. Ja? Also was auch immer ich jetzt an politischem Ding hier erfinde oder designe, wie auf dem Flipchart. Wir haben die ganzen Lobbyisten im Bundestag, wir haben die an der Assemblée, wir haben die auch in Südafrika und auch in Peking rumhängen. Ja? Also auch im
im Congress. Also ich mache die Welt nicht besser. Das ist ja besser, wenn man nicht so viel Macht gibt. Ja, genau. Aber das ist ja genau die Idee. In dem Moment, wenn Sie mir folgen, ja, und die Architektur der Europäischen Republik, wenn wir sie jetzt mal hypothetisch nehmen, dann habe ich ja 50 oder meinetwegen 55 Regionen. Die haben dann alle 5 bis 10 Millionen Einwohner. Ja, die kriegen dann, sagen wir mal, 2 Senatoren pro Region. Wir haben ja ungefähr 50 Regionen in Europa. Lassen wir denen mal 2 Senatoren. Dann haben wir, hätten wir in Europa ein anderes Parlament, eine Person, eine Stimme. Und wir hätten einen Senat mit ungefähr 100 Leuten. Ja? Das heißt, sie hätten eine ganz andere Machtstruktur. Sie hätten Senatoren, die viel mehr Macht hätten für ihre Regionen. Ja? Und sie hätten ein anderes Level Playing Field, weil wir dann ungefähr 50 gleich große Regionen hätten. Das heißt, die Machtkonzentration wäre überhaupt nicht so groß und das Durchregieren gar nicht so möglich. Warum? Weil es einfach was anderes ist, ein Fußballfeld zu haben mit 50 ungefähr gleich starken Playern, als wenn sie wie jetzt in der EU so eine Pyramide haben. Oben sitzt das dicke, fette Deutschland. Manchmal ist Frankreich noch ein Partner. Und dann geht es schon rapide runter zu Ungarn, Dänemark und schließlich Malta. Und keiner interessiert sich mehr für die Interessen dieser Länder. Ja? Und das war nur meine Idee. Und es war nur eine Idee. Es war nur eine Idee. Ja? Also, darf ich das vielleicht auch mal sagen? Ja? Ich bin ja fast schon interessiert. Also vielleicht das noch mal. Ja? Das Buch hat sich in Windeseile 80.000 Mal verkauft. Es wurde 8-mal übersetzt. Es ist bei Piper Taschenbuch nachgedruckt worden. Es war sogar bei der Bundeszentrale für politische Bildung für 4,50 Euro zu haben. Und es wurde sogar, die Texte waren sogar Bestandteil des nordrhein-westfälischen Abiturs 2018. Ja? Ich sage jetzt mal, ich kann nichts dafür. Ja? Also ich habe das Buch auch wirklich eigentlich geschrieben. Ich sage es nochmal, weil mir gekündigt wurde 2013, in einem Moment, wo ich in der Bankenkrise die Nase voll hatte von dieser EU, an die ich lange, zu lange vielleicht geglaubt hatte. Und ich habe das Buch geschrieben nach dem Motto, ich zeig's euch mal, wenn Europa politisch und demokratisch sein soll, dann bitte so, ich mache mal einen Vorschlag. Ich nenne es auch noch Utopie. Ich habe es ja selber nicht ernst genommen, mein Buch, ja. Dann fliege ich raus aus dem politischen System. Ist auch nochmal interessant zu erzählen. 3 Jahre war ich nirgendwo mehr. Ich fliege raus bei allen Adenauer-Stiftung, Ebert-Stiftung, aus allen Verteilern und so weiter. Ja? Wo lande ich? Ich lande auf der Art Biennale in Moskau, auf einer Biennale in Venedig und in Kiew. Ich bin auf irgendeiner Bühne in Mainz. Ja? Also die Theater haben das Diskursangebot des anderen Europas getragen. Ich war 3 Jahre lang auf Theaterbühnen und habe die Europäische Republik gemacht. Und weil es so schön war auf Theaterbühnen, ja, habe ich dann 2018, das habe ich Ihnen ja gleich gerade mitgebracht, die Europäische Republik ausgerufen. Habe ich gesagt, wenn die Theater das mögen und die Politik das nicht mehr mag, ja, dann machen wir doch hier 2018, das wäre 1918 wurden ja die ganzen Republiken ausgerufen, also Österreich, Ungarn, Weimarer Republik. Habe ich gesagt, wunderbar, dann stellen wir uns doch jetzt mal auf die Balkone und rufen die Europäische Republik aus als Theaterprojekt. Ja? Und es haben immerhin 25.000 Leute mitgemacht, 140 Städte, 140 Theater. Das heißt, es gab ja eine Resonanz. Und die Resonanz kann ja nur heißen, dass ich nicht die Einzige war, die 2016, 17, 18 eine Sehnsucht nach einem anderen demokratischen, politischen Europa hatte. Ja? So. Und das hat ja auch, das muss man ja hinzufügen, Sie sind zu jener Zeit, ist das ja auch fruchtbaren Boden gestoßen. Also mit Ihren Ideen, die Sie vorgetragen haben, sind Sie immerhin auch mal beim Weltwirtschaftsforum in Davos gelandet. Sie haben waren an renommierten Universitäten, Sie waren beim German Marshall Fund, Sie haben dann später auch ein Jahr, waren Sie bei der Open Society Initiative. Also das heißt, Sie haben ja schon Karriere gemacht mit Ihrer Idee, deswegen wird Ihnen ja auch immer wieder vorgeworfen, dass Sie im Grunde genommen diesen, ich nenne sie mal Globalisten, in die Hände gespült haben. Also wenn ich die Kommentare unter den Videos lese von Ihnen, dann wird oft, sehr oft kritisch angemerkt, im Grunde, dass Sie im Grunde genommen diese Ideen, die von diesen globalen Playern so im Umlauf sind, mit forciert haben. Vielleicht jetzt seit 2020 nicht mehr in diesem Maße, wie Sie es vorher gemacht haben, aber der Kritikpunkt setzt genau daran, dass ihm unterstellt wird, im Grunde genommen diese globalistischen Überzeugungen mit vorangetrieben zu haben. Deswegen wäre jetzt meine Frage auch an Sie. Frau Velasquez, teilen Sie denn diese Kritik oder sehen Sie das anders? Ich habe die ja geäußert, diese Kritik. Ich kann allerdings die Intention verstehen, weil alles, was Sie beschreiben, diese Vision von dem Europa der Völkerfreundschaft, das kann ich total nachvollziehen.
Ich glaube nur, dass wir das ja bereits jetzt haben. Also wenn man ins europäische Ausland fährt, dann ich spüre dort den Geist von Europa. Ich spüre dort das, was mit Erasmus zum Beispiel in den 90er Jahren gewachsen ist und dass da ganz viel gearbeitet wurde, ganz viel Friedensarbeit auf dem Kontinent vollbracht wurde. Aber dass jetzt die europäischen Bürger nicht mehr an dem Punkt sind, dass sie eine ever closer Union noch wollen, das ist, glaube ich, echt vorbei. Ist eine Tragödie, ja. Das ist vorbei. Naja, ja. kann man drüber streiten. Also, das diskutieren wir gleich, weil da liegt wirklich der wunde Punkt. Sie haben in Ihrem Buch beispielsweise auch geschrieben, dass diese Europäische Republik den Bankensektor in die Schranken weisen könnte. Da habe ich mich dann gefragt, warum hat die Deutsche Bank 2018 denn mit Ihnen diesen Werbeclip gedreht, wo Sie auftreten im Rahmen der Deutschen Bank und die supportet offensichtlich die Europäische Republik als Idee. Haben Sie sich denn mal gefragt, warum die Deutsche Bank das unterstützt? Das ist ja nun eine Art Leviathan des Bankensektors. So, jetzt müssen wir aber mal die Sachen sortieren, sonst wird es ein bisschen durcheinander. Also ich bleibe noch mal bei der Frage von Herrn von Witzleben. Ja, also diese ganzen Thinktanks und so weiter. Also erstmal in der Chronologie war das vorher. Der German Marshall Fund war 2004 bis 2007. Ja. Danach war der European Council, war ich Direktorin des European Council on Foreign Relations 2007 bis 2013, dann wurde mir gekündigt. Ja. Bei Open Society war ich nie fest angestellt, sondern associated. Ja. Da hatte ich nie eine Festanstellung, sondern da ging es um ein paar Projekte. Übrigens um ein EU-Projekt, National Parliaments and European Governance. Ja. Also wie die Mitwirkung von nationalen Parlamenten in der europäischen Governance ist, kann man alles auf meiner Webseite nachlesen. European Democracy Lab. Eudem Lab, ja, und da ist eine Webseite alte Projekte und da ist zum Beispiel über dieses Projekt, wie ist die Mitwirkung, das war damals eine ganz wichtige Debatte in der Bankenkrise, wie ist die Mitwirkung nationaler Regierungen, hier Stichwort Integrationsverantwortungsgesetz in der europäischen Governance, ja, kann man alles nachlesen. So, das heißt, diese, ich sag mal, meine Karriere, wie auch immer, auf die heute so oft rekurriert wird in den Thinktanks, ist datiert aus der ersten Dekade der Nullerjahre. Ja, da war ich bei der DGAP, dann beim John Marshall Fund, transatlantisch unterwegs, dann beim ICFA, 2013 bin ich da draußen. Ja. Dann mache ich mein European Democracy Lab aus der Erfahrung und aus der Kritik, dass das nicht funktioniert. Also möchte irgendwie mal jemand vielleicht auch verstehen, dass als ich gekündigt wurde im Juli 2013, war ich 50 Jahre, hatte zwei Kinder noch im Studium. Das ist ja kein Ponyritt für mich gewesen. Also ich habe damals schon, um es mal so zu sagen, kurz vor im existenziellen Abnippeln gestanden, wenn man auf einmal, ich hatte ja ein gutes Gehalt, ja, ist ja kein Geheimnis, ist ja so. Und mit 50 steht man da und wird gekündigt. Warum? Weil ich tatsächlich diesen Artikel geschrieben hatte, das kann ja jeder nachlesen, in der FAZ, 24. März 2013, Europa muss eine Republik werden. Aus der Idee heraus, dass die Technostruktur der EU in der Bankenkrise plus die deutsche Dominanz in der Bankenkrise, Schuldenbremse und so weiter, nicht funktionieren. Dieser Artikel in der Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 24. März 2013, ist dann online publiziert worden. Schon damals gab es aus heutiger Sicht Hasskommentare. Ich erinnere mich sehr gut an zwei Online-Kommentare. Der erste war Gero auf die Guillotine. Habe ich gesagt, das passt wenigstens. Ja, Republik und Guillotine haben ja 1789 auch schon was zusammen zu tun gehabt. Ja. Und der zweite war, da musste ich lachen, haben Sie LSD genommen, als Sie das geschrieben haben. Ja. So, wie auch immer. Der Artikel hat damals, das war Bing, Bang, Bong. Und wegen dieses Artikels werde ich nach London zitiert im Mai, meine Chefs, weil der European Council war ja ein Headquarter, wir hatten ein Headquarter in London, wir hatten 5 oder 6 Büros in Madrid, in Bratislava, in Rom und so weiter. Und ich bekomme, ich sage es gerne auch als Frau unter Frauen, eine männliche Inquisition und hatte 4 Chefs von mir, die mir einen Zettel hinreichen und sagen, Frau Gero, hier sind 10 Punkte, das unterschreiben Sie. Und einer dieser Punkte war, dass ich keinen Artikel mehr publiziere, ohne ihn in London über den Schreibtisch zu geben. Das war ein Freitagnachmittag im Mai. Da habe ich gesagt, das mache ich nicht. Ich bin doch ein Think Tank. Es geht doch darum, dass wir über Europa nachdenken und dass, wenn die EU in ihren Strukturen nicht funktioniert, dass wir das Neudenken anders machen und darüber Papiere schreiben. Ja? So, dann habe ich die Tür zugeknallt, fliege nach Hause. Es war Freitag und am Montag wurde mir gekündigt. Ich will nur sagen, ich
I pay the price for Europe. Ja? Also ich bin es jetzt wirklich auf die Gefahr hin, dass ich ein bisschen erregt werde. Aber das geht jetzt irgendwie schon so ein Jahr oder so, dass man immer dieses Globalisten und sie waren doch in Davos und so weiter, dass man das immer so reingewirkt bekommt. Und ich habe das Gefühl, dass keiner, insofern bin ich Ihnen dankbar, Herr von Witzleben, ja, jedenfalls und Ihnen auch, Frau Velasquez, weil jetzt darf ich mal ein bisschen erzählen, auch biografisch erzählen. Das ist vielleicht auch wichtig, um das einordnen zu können. Ja. Jedenfalls will ich nur sagen, 2013 war ich raus, gekündigt, arbeitslos, Kinder im Studium oder im Abitur in dieser Zeit und ich gründe mit de facto meinem letzten, wie heißt das da, Lebensversicherungsvertrag da irgendwie, ja, gründe ich das European Democracy Lab e.V., das es heute noch gibt und das jeder im Internet sich angucken kann und dann kann auch jeder sehen, was ich da für Projekte gemacht habe. Und aus dieser Erfahrung heraus, aus dieser Erfahrung, die EU funktioniert nicht, sie muss dringend demokratisiert werden, bin ich dann in dem, das ist hier, da möchte ich mit Ihnen drüber diskutieren, werde ich dann zu einer, sagen wir mal, der Stichwortgeberin, ja, in einem Diskurs, der sich damals ja schon aufgebaut hat, das andere Europa, autre Europe, die Franzosen waren immer bei autre Europe, die Italiener, alter Europa, ja. Wir haben ja damals schon solche Leute wie Lorenzo Marsili oder Niccolo Milanese gehabt oder auch Varoufakis, der auch schon bei der Bar, also wir hatten ja die kritischen Leute im System und ich wende mich also sozusagen aus dieser EU-Thinktankerin raus in die Kritik, also in das andere Europa, ein demokratisches Europa, wie auch immer wir es, ja, ich sag nochmal, meine Utopie muss ja gar nicht die Utopie sein, es war ja nur eine, es kann ja jeder eine andere Utopie dagegen setzen, ja, aber dass wir Europa irgendwie brauchen und die sein müssen, so. Das heißt, wir haben in den Jahren 13, 14, 15, 16 in Reaktion auf die Bankenkrise haben wir eine ganz starke französische Diskussion, Mélenchon, dann dieser, wie heißt der Typ nochmal, der für Mélenchon die Reden immer geschrieben hat, mit dem habe ich mal in Frankfurt im Chagall-Saal diskutiert, fällt mir gleich ein. Frédéric Lourdon war einer der ganz wichtigen, sagen wir mal, linksprogressiven Wortführer, auch Redenschreiber, der hat auch einen Blog, Frédéric Lourdon, für die Franzosen. In Italien waren Lorenzo Marsili, Nicola Milanese, die mit einem Think Tank Euroalter, gibt es auch noch, ja, Europe Alternativ, European Alternatives, auch eine Webseite, kann sich auch jeder angucken. Jedenfalls nach der Bankenkrise ist genau das passiert, was eigentlich wir heute noch diskutieren müssten. Also ich bin ja dabei, dass das Europathema abgeräumt ist. Leider, leider, leider. Ja? Aber ich will nur daran erinnern, dass wir in den Jahren 13, 14, 15 in Reaktion auf die Bankenkrise auf dem gesamten Kontinent, und ich war sehr in Kontakt mit den Franzosen, den Italienern und den Griechen, eine Diskussion hatten über ein demokratisches, politisches und anderes Europa, in dem die Bürger und nicht die Nationalstaaten oder die EU entscheiden. Und wir haben uns gemeinsam auf die Suche gemacht, welche Strukturen das sein könnten, wie das funktionieren kann, wie wir das machen. Dann hat Varoufakis hat Diem gegründet. Dann wurde diese Volt-Partei gegründet, die ist so ein bisschen liberaler, ja, aber immerhin auch mal junge Leute, die auch gesagt haben, da war der Pulse of Europe auf den Straßen. Kann sich einer erinnern? Jedenfalls standen ja irgendwann am Sonntag um 14 Uhr auf einmal alle möglichen Leute für Europa auf der Straße 2013, als man die Sorge hatte, dass vielleicht Marine Le Pen bei den Maiwahlen 2017 schon gewinnt. Und das war eine Diskussion, die war sehr stark getragen. Und darauf würde ich Wert legen, wenn wir jetzt ernsthaft das Interesse haben, über Bürger und Europa nachzudenken. Diese Debatte war getragen, ich sage es nochmal, von der Grundannahme, dass wenn wir die Idee haben wollten, dass Europa als politische Einheit eine Demokratie sein sollte, ja, dass die europäischen Bürger dann gleich sein müssten vor dem Recht. Also der Bürgerbegriff, der European Citizen Begriff, wurde ganz stark gemacht in dieser Diskussion. Und das ist wichtig. Warum? Weil wir in den letzten 70 Jahren EU-Integration immer davon gesprochen haben, dass sich da irgendwie Staaten integrieren. Da ging es immer um europäische Integration. Ja? Während nach der Bankenkrise, und das ist wichtig, ging es auf einmal um europäische Demokratie. Und was wichtig ist, ist, wenn es um Integration geht, dann sind die Staaten die Akteure, die integrieren sich dann irgendwie und machen einen Binnenmarkt oder machen eine Währungsunion. Aber wenn es um eine Demokratie geht, dann sind die Bürgerinnen und Bürger die Akteure. Und das war der Wechsel in der Diskussion so ab 2013 nach der Bankenkrise. Und diese, sagen wir mal, diesen intellektuellen Impuls, der damals zumindest auf dem Kontinent vorhanden war, in diesen Impuls hinein schreibe ich meine Europäische Republik so, wie so ein Luftballon eigentlich. Ja? Und der, und jetzt kommen wir zum kritischen Teil,
Und auch zu dem, was Sie sagen, Deutsche Bank und so, wer macht denn dann die Interviews mit mir? Es gab einen Werbeclip und die Deutsche Bank hat ihn einfach gesponsert. Und dann hätte ich mich persönlich gefragt, warum unterstützt mich jetzt die Deutsche Bank? Ja. Ist die Deutsche Bank denn für die Bürger? Ja, also erstmal habe ich jetzt gerade passiert, wie die Diskussion war. Ja, so. Und jetzt würde ich Ihnen, jetzt gibt es, glaube ich, mehrere Sachen da drauf zu gucken. Also erstmal bin ich schon der Meinung, dass wenn wir eine Demokratie machen, machen wir auch mit der Deutschen Bank, ob wir das wollen oder nicht. Aber wir können die auch nicht rausschmeißen. Ja? Oder dann müssten wir anders diskutieren. Dann reden wir über eine Revolution, können wir auch machen. Ja, oder über Anarchie können wir übrigens auch machen. Aber solange wir davon ausgehen, dass wir hier irgendwie so eine parlamentarische Demokratie haben, wird alles irgendwie auch mit der Deutschen Bank gemacht. Ja? Und dann, genauso wie wir in der Bundesrepublik Deutschland die Deutsche Bank auch nicht rausschmeißen, wie auch immer. So. Das heißt, die Frage ist ja, wer macht welchen Diskurs, wer beteiligt sich an welchem Diskurs, wer finanziert auch welche Diskurse, wer hat Geld, Konferenzen zu finanzieren und so weiter. So, jetzt weisen Sie zu Recht, auch Sie, Herr von Witzleben, darauf hin, dass ich zu diesem Zeitpunkt praktisch durchgereicht wurde. Ja, das stimmt auch. Es ist erst in diesem, ich war das erste Mal in Davos 2019 und dann 2020. Ja? Und aus heutiger Sicht würde ich wirklich sagen, Davos waren wirklich die uninteressantesten, wirklich lumpigsten Debatten, die ich jemals hatte. Ja? Also so langweilige Businessleute, die, Entschuldigung, von Tuten und Blasen keine Ahnung haben. Meistens übrigens auch noch Männer. Ich habe mich nur gelangweilt. Ja? Aber jetzt erzähle ich Ihnen mal kurz, und das ist auch nicht uninteressant, wie das eigentlich kam, dass ich im Januar 2019 in Davos war. Ich hatte diese Debatte am Start, die Europäische Republik, das andere Europa, das Bürger-Europa und so weiter. Und diese Debatte war erfolgreich, die war einfach erfolgreich. Ja? Insofern war man auf mich aufmerksam geworden. Nicht nur die Deutsche Bank, sondern auch Davos. Und ich kriege im August 2018, mein Assistent steht neben mir, als das Telefon klingelt, einen Anruf von irgendeiner Assistentin von Davos, ob ich Lust hätte, dahin zu kommen. Da lache ich noch ins Telefon. Ich lache ins Telefon und sage, was soll ich denn in Davos? Sie sind doch das Problem. Was soll ich denn mit meiner Europäischen Republik da zu Ihnen kommen und das vortragen? Ich habe noch gelacht. Können Sie meinen Mitarbeiter fragen, ja? Michael vom Büro in Österreich. So. Und dann, warum war für Sie Davos damals ein Problem? Weil ich denen das insgesamt, das steht ja in meinem Buch. Also das letzte Kapitel von diesem Republikbuch ist ja eigentlich eine Gemeinwohlagenda. Ja? Also im Prinzip ist ja das letzte Kapitel von meinem Buch. Und das wäre ja das WEF auch. Ja, genau. Das WEF, nein, da müssen wir jetzt noch mal ein bisschen, also das, was ich mit Gemeinwohlökonomie da in meinem sozusagen linksprogressiven Buch gezeichnet habe, ist jetzt bitte nicht Klaus Schwab und was hinterher, da müsst ihr noch mal anders drüber reden, ja. Aber jedenfalls lache ich ins Telefon und sage, was soll ich denn beim WEF mit der Europäischen Republik, ja. So, und das Interessante ist, dass ich denen dann gesagt habe, Leute, ich komme da nicht hin. Das hat doch keinen Zweck. Ihr seid doch das Problem. Ihr seid doch die EU und ihr macht doch über die Strukturen der EU Europa kaputt. Das war ja mein Argument. Das ist ja das entscheidende Argument der Europäischen Republik. Und dann habe ich denen gesagt, ich komme nicht allein. Wenn, dann ladet ihr mich ein zusammen mit Thomas Piketty oder mit der Marina Mazzucati oder mit Ivan Krastev, mit noch so ein paar anderen kritischen Geistern Europäern. Dann kommen wir alle zusammen nach Davos und dann erklären wir euch alle zusammen, so funktioniert die EU nicht. Ja? So, und dann gab es tatsächlich mehrere Gespräche, weil ich das durchsetzen wollte, dass ich da nicht alleine hingehe, sondern sage, so, wenn ich da hinkomme, dann reden wir bitte ernsthaft darüber, ob die EU so weiter funktionieren kann nach der Bankenkrise und so weiter. Das wurde dann natürlich watered down, wie immer. Aber am Ende gab es eine halbwegs kritische Diskussion. Ich glaube, Ivan Krastev war noch mit mir dabei und trotzdem war ich gelangweilt. Ja? So, und das muss man, das sind ja auch die Sachen, die dann nicht erzählt werden, wenn dann, ich sag mal, Jahre später kommt Corona, alles ändert sich im Handumdrehen. Auf einmal ist das WEF der große Buhmann. Da hätte ich niemals ein Problem mit gehabt. Alle Sachen vor 2020 zählen nicht, in meinen Augen. Ich war vor 2020 bei Fridays for Future dabei. Da haben auch einige mir einen Strick draus drehen wollen und sagen, du bist ja nur ein U-Boot, weil du warst ja erst bei diesem Social Engineering Projekt und jetzt bist du wohl irgendwie so ein Asset fürs Nächste und sollst hier irgendwie Meinungen beeinflussen. Also ich finde, da muss man schon Respekt haben vor Biografien und das habe ich auch vor Ihrer Biografie. Also ich würde niemals sozusagen die Dinge, die in Ihrem Leben gelaufen sind, auch die institutionelle Verbindung irgendwie verurteilen. Und auch, was Sie an einer Stelle gesagt haben, Sie meinten mal, warum wird mir das denn immer angekreidet? Das könnte ja auch eine Stärke sein, dass ich da mal überall drin war, ich im Prinzip die Innenperspektive habe und jetzt auch daraus berichten kann, wie es da so zugeht und so weiter. Also warum nimmt man das nicht als Ressource? Das ist schon richtig. Ich habe mir dann nur gedacht, hat denn bei Ihnen ein Bruch stattgefunden zu diesen Ideen? Also ich kann für mich sagen, es hat ein sehr starker Bruch stattgefunden zu allem, was ich vor 2020 geglaubt habe.
Ich musste das alles auf den Prüfstand stellen. Ich habe festgestellt, dass ich mein Leben im Prinzip in Märchen verbracht habe und man meinen jugendlichen Idealismus im Prinzip für die falschen Agenten verheizt hat. Und ja, mit dieser Selbstkritik muss ich jetzt quasi weiter leben. Aber hat es denn bei Ihnen auch mit den Leuten, mit denen Sie zusammengearbeitet haben, mal einen Bruch gegeben, dass Sie sagen, okay, das läuft jetzt einfach alles in die falsche Richtung? Also ich habe eben schon gesagt, also Bruch ist, glaube ich, nicht das Wort, aber nennen wir es mal Entwicklung. Ja, ich habe, glaube ich, doch eben schon gesagt, Herr von Witzleben, 2003 fing das an, die europäische Verfassung, das Projekt scheitert eigentlich. Ja, ist für mich, dann kommt 2005 das französische Referendum, dann kommt die Bankenkrise, die für mich so eine Art wirklich Awakening war, wo ich gesagt habe, so, dann bin ich 2013 nach der Bankenkrise, wurde mir deswegen gekündigt, weil ich da sehr kritische Bücher und Artikel geschrieben habe. Dann bin ich 3 Jahre mit dem European Democracy Lab, versuche den Gegendiskurs zu machen, also eigentlich den gegen EU-Diskurs, ja. 2016 erscheint die Europäische Republik. Die wird ein Erfolg. Jetzt könnte man kritisch beleuchten, dass man sozusagen, weil es ein Erfolg war und es offensichtlich ein großes Desiderat nach einem anderen Europa gegeben hat, sonst wäre das Buch ja kein Erfolg geworden, ja, dass mich dann, wenn Sie das so wollen, diese ganze offizielle Deutsche Bank Davos-Leute wieder eingefangen haben. Und das kann ich auch tatsächlich aus heutiger Perspektive so sehen. Also stellen Sie sich mal vor... Ich frage jetzt, warum wollten die das? Warum wollten die das? Ja, das kann ich Ihnen sagen. Also meine Vermutung, sagen kann ich es Ihnen nicht, aber meine Vermutung wäre, stellen Sie sich vor, Sie sind irgendwie politische Entscheidungsträger und Sie sehen, ich mache es mal ganz präzise, die Europawahlen 2019, ja, und Sie sehen, die Populisten sind im Hochkommen. Ja, wir hatten Trump, wir hatten Brexit, wir hatten Orban, wir hatten Peace und so weiter, Marine Le Pen 2019 und übrigens auch die Niederländer bei den, ich glaube, es war im November 2016, ist ja kurz dabei vorbeigeschrammt. Ja, wie hieß denn noch der... jetzt fällt mir der Niederlande nicht ein. Egal, jedenfalls hatten wir ein paar heikle Wahlen. Ja, so. Und dann machen sich politische Akteure Gedanken, wie kriegt man die Wahlbeteiligung hoch und wie kriegt man ein proeuropäisches Feeling wieder auf dem Kontinent. Ja, so. Abgesehen davon, dass wir diskutieren müssten wirklich, was ist überhaupt Europa, was wollen wir damit, warum ist das wichtig, den Teil des Gesprächs müssen wir noch führen. Ja, vielleicht brauchen wir es auch nicht, vielleicht können wir Europa auch, darüber reden wir ja, aber in dem Moment, wo wir sagen, wir brauchen Europa und das läuft ja alles falsch, zu viel Populismus, gab es ein Interesse, zum Beispiel ganz konkret, die Wahlbeteiligung im Mai 2019 bei den Europawahlen hochzubringen. Ja, weil klar ist, politikwissenschaftlich, je höher die Wahlbeteiligung, desto weniger das populistische Votum. Warum? Weil die Populisten immer sehr akribisch zur Wahl gehen, die anderen, hier, siehe Brexit, ne, die entspannten Jugendlichen bleiben dann lieber mal auf der Wiese liegen. Das heißt, je höher die Wahlbeteiligung, relativ geringer ist das populistische Votum. Das heißt, wenn man die Wahlbeteiligung nach oben bekommt, ja, dann hat man normalerweise nicht so viel populistische Stimmen. So, also gab es dieses Ziel. Ich kann mich daran erinnern, dass ich zwischen 2018 November, also dem Datum dieser Republikausrufung, als ich diesen Erfolg hatte, ja, und den Europawahlen, also dieses halbe Jahr vor den Europawahlen, ich glaube, jeden Tag in einer anderen europäischen Stadt einen Vortrag gehalten habe. Ich wurde einfach geliebt und vorgeführt und kriegte meine Preise. Jetzt kann man 2 Sachen sagen. Ich war motiviert, weil ich tatsächlich in einer bestimmten Situation 2019 Europa, sagen wir mal, retten wollte oder gesehen habe, welches Desaster sich da anbahnt, ja, welches Desaster aus Technostruktur, Populismus, Flüchtlingskrise, also welches auch diskursive Desaster sich da anbahnte. Darüber müssen wir auch nochmal sprechen, dass dieses Desaster sich ja noch verschlimmert hat. Aber natürlich haben Sie recht, Frau Velasquez, zu sagen, ja, Moment mal, ich war ja sozusagen das perfekte Fleigenblatt, ja. Ich war vorzeigbar, ich konnte gut reden, ich habe immer noch an Europa geglaubt. Das heißt, in einer Situation, wo Europa schon richtig mal in der Krise war, ja, Flüchtlinge, Brexit, Populismus und so weiter, gab es die Giro, die noch auf jedem Fernsehsender und in jedem Radio gesagt hat, ja, aber ist doch so wichtig, Europa, müssen wir von träumen, jetzt bitte alle mal zur Wahl gehen und so weiter. Ja, jetzt können Sie mir sagen, dass ich ein nützliches Feigenblatt war und dass man mich deswegen zum Beispiel gefördert hat. Dass man mir deswegen zum Beispiel das Angebot gemacht hat von der Deutschen Bank zu sagen, oh, wie kriegen wir denn den Diskurs von der Giro, der offensichtlich so einen Anklang hat, wie kriegen wir den in die Breite? Wir Deutsche Bank, dann machen wir mal eine Konferenz, dann soll die da mal vortragen, dann verklippen wir die auch gleich. Wir haben ja hier eine PA-Abteilung, können wir das einmal durchs System jagen. So, jetzt sitze ich hier und sage, bekenne ich mich schuldig? Und ich sage nein. Ja, darum geht es auch nicht. Nein, ja, sondern es gab in diesem Moment, gab es für mich das Bedürfnis, dass wir einen anderen Europadiskurs brauchen. Und um den Bogen zu heute zu spannen,
Ich glaube, wir brauchen den immer noch und dringender denn je. Und wir sollten jetzt mal den nächsten Teil des Gespräches darüber nachdenken. Ja? Wir hatten es im Vorgespräch schon, dass wenn wir jetzt hier heute, wir sitzen hier im Juli 23 uns unterhalten, hier vor der Tür demonstriert gerade die letzte Generation und hat quasi ihre Anreise hier verunmöglicht. Das Thema Europa steht ja eigentlich gar nicht mehr auf der Agenda. Es ist quasi, es wird abgelöst durch die Themen Gender und Klimaaktivismus. Das sind die Themen, an denen sich auch an den Universitäten, die sich mit den Universitäten beschäftigen. Aber ich will vielleicht trotzdem noch einmal den Spin machen, weil Sie jetzt gerade, Frau Gero, ausgeführt haben, dass dann eben die sogenannten Populisten à la Trump und Orban auch immer diejenigen waren, die eigentlich quasi der Gegenspieler zu ihrer Idee waren, zu ihrer Überzeugung. Gleichzeitig, und das ist jetzt ja interessant zu beobachten, sind das jetzt ja wiederum die Politiker, die sich dafür eingesetzt haben, dass es beispielsweise im Fall von Orban, dass es so noch etwas gibt wie eine nationale Politik, dass es sowas gibt wie Autonomie und Souveränität. Auch Donald Trump war zumindest zu Beginn von Corona noch jemand, der da einen alternativen Weg gehen wollte. Also diejenigen, die, sage ich mal, ihrer Idee, ihrer Überzeugung von Europa kritisch gegenüberstehen, sind jetzt ja auf der anderen Seite wieder die in der ganzen Ukraine-Frage, in der Corona-Thematik wiederum Positionen vertreten, die ihnen wieder nahe sind. Das heißt, da gibt es eine gewisse Ambivalenz in diesen Thematiken. Und auch wenn man sich mit den Thinktanks beschäftigt, in denen sie waren, das ist nämlich auch sehr interessant zu sehen, da gibt es sehr viele Überschneidungen, was Europa angeht. Und ab 2020 kommt dann eigentlich der Bruch, weil all die Thinktanks, ich habe jetzt auch mal in der Zuge der Vorbereitung dieses Interviews, bin ich mal auf jede einzelne Homepage gegangen, Sie haben sie jetzt gerade schon ausgefüllt, German Marshall Fund, Open Society Initiative und all die schon gefallen sind. Und die vertreten im Grunde genommen mit den Positionen, die Sie ausgeführt haben, das steht diametral zu dem, was Sie ausführen. So. Und das heißt, all die Thinktanks, für die Sie gearbeitet haben, die vertreten jetzt Positionen, die aber wirklich gar nichts mehr mit dem zu tun haben, was Sie jetzt gegenwärtig proklamieren. Beziehungsweise das ist doch interessant, oder Frau Velasco? Ich nehme es genauso wahr. Also vor allem, ich habe Ihnen das abgekauft die ganze Zeit, dass das bei Ihnen ein echter Aktivismus ist, der vom Herzen kommt. Also dass Sie eine echte Abneigung gegen jede Form von Totalitarismus haben. Das war nichts gespielt oder U-Boot oder irgendwas. Ich gehörte nicht zu der Sorte, die das behauptet hat. Aber ich habe mich gefragt, warum Sie das nicht so wahrnehmen, dass das im Prinzip Strukturen waren, mit denen Sie jahrzehntelang verflochten waren, die im Prinzip jetzt diese totalitäre Agenda vorantreiben. Und da entlarvt es sich ja. Und ich glaube, in dem Moment sind Sie herausgedroppt, wo Sie dann, weil Sie Ihren eigenen Kopf haben, auf einmal was anderes gesagt haben, als das, was Sie sagen sollten. Ja. Das ist ja, glaube ich, der Punkt im letzten Jahr. Das fand ich von außen interessant zu beobachten. Frau Velasquez hat es jetzt gerade schon gesagt, Sie haben einen Unterschied zu den anderen Menschen, die da drin sitzen, scheinbar einen eigenen Kopf und lassen sich nichts vormachen. Und das unterscheidet sie dann. Und dann haben, sage ich mal, diejenigen, die in diesen Thinktanks sitzen, jahrelang gedacht, die Gero, das ist ja eine Vernunft. Und dann kommt das Jahr 2020 und plötzlich machen sie da nicht mehr mit. Na, ich habe ja, wie gesagt, eben schon 2013 nicht mitgemacht. Das ist mir wirklich wichtig zu betonen. Aber ja? 2015, Soros hat das Open Society, ja, das ist European Democracy Lab noch finanziert. Also nein, nicht finanziert. Wir haben Projektanträge gestellt. Okay, ja, aber das ist ganz oben angesiedelt, trotzdem haben wir dafür ja Forschung gemacht und die ist nicht kontrolliert worden. Ja, da kann ich Ihnen sagen, also jeder DFG-Antrag ist penibler mit Blick auf die Ausrichtung, deswegen was dabei rauskommen muss, als diese, ich glaube, es waren $80.000 oder so, die wir für dieses Forschungsprojekt Nationale Parlament und Europa bekommen haben, wo ich dann in Helsinki und sonst wo war, um die Abgeordneten zu interviewen, wie die Mitsprache nationaler Parlamente in Europa organisiert werden soll. Aber ich möchte mal zwei Sachen sagen, intellektuell und dann operativ. Intellektuell erstmal, ich bin diejenige, die sehr früh, und zwar in der Bankenkrise, gesagt hat, die EU-Technostruktur kreiert den Populismus. Ja? Weil das Framing war ja immer, die Populisten sind jetzt gegen Europa.
Und ich habe sehr früh gesagt, die sogenannten, und ich habe immer von den sogenannten Populisten gesprochen, dafür wurde ich übrigens in der politikwissenschaftlichen Community auch gedisst, ja, aber ich habe immer gesagt, die sogenannten Populisten sind nicht gegen Europa, sie sind gegen die EU und gegen die EU zu Recht, weil eben auch Klaus Offe oder Hauke Brunkhorst oder Jürgen Habermas oder wer auch immer in der europäischen Sozialwissenschaft oder Thomas Piketty, wir haben ein Monster geschaffen, wie auch immer, alle, die sozusagen denken konnten in der wissenschaftlichen Europa-Community, klar hatten und aufgeschrieben haben, noch und nöcher aufgeschrieben haben, dass die Governance-Strukturen der EU so nicht funktionieren. Habermas hat doch 2012 ein Buch gemacht, das heißt The Lure of Technocracy, ja? Die Vorstellung der Technokratie. So. Das heißt, die Populisten haben ja nichts anderes gemacht, als das Gros der akademischen sozusagen Wissenschaftler, die spätestens ab der Bankenkrise gesagt haben, die Technostruktur der EU funktioniert nicht. Das politische System hat es ja reparieren wollen. Vergessen wir nicht, dass es im 5. Dezember 2012 einen Bericht gegeben hat des Europäischen Rates, Genuine Economic and Monetary Union, also eine richtige ökonomische und politische Union. Das war der letzte Versuch in der Bankenkrise, das Ding politisch irgendwie so zu machen, dass es passt und dass es nicht nur nachher so eine deutsche Dominanz ist, den Griechen irgendwas reinstopfen, die Franzosen ausboten und so weiter. Ja? Das Ding ist nicht geflogen. Warum? Weil die Deutschen es nicht gewollt haben. Ich habe das ja alles beobachtet. Ich könnte hier noch 3 Stunden erzählen, wenn ich erzählen würde, was damals alles los war zwischen dem Auswärtigen Amt, dem Kanzleramt und so weiter, warum diese EU-Papiere in Deutschland sozusagen nicht gemacht wurden, was mir meine französischen Freunde erzählt haben über l'hégémonie allemande, die deutsche Hegemonie, wie die Griechen damals drauf waren. Ich war ständig in Griechenland in dieser Zeit. Es war wirklich unterirdisch. Ja? Aber ich will nur sagen, ich war diejenige, die diesen Diskurs versucht hat, in die Öffentlichkeit zu heben und zu sagen, das sind nicht die Populisten, die gegen Europa sind, das ist das Framing, sondern die sogenannten Populisten haben berechtigte Gründe, gegen die EU-Technostruktur zu sein. Das sind die gleichen Gründe, die die Akademiker rauf und runter aufgeschrieben haben. Nur man darf es sozusagen aufschreiben an den Universitäten, dann passiert nichts. Aber wenn man das in den Mund nimmt, wie Bernd Lucke, dann passiert einfach was. Ja, das war ich, die das gemacht hat. Und das hat mich eben auch schon ein bisschen was gekostet. Ja, das ist erstmal ganz wichtig. So, und das Zweite ist, wann bin ich wem auf den Leib gegangen? Ich sage nochmal, jetzt sage ich jetzt schon zum dritten Mal, aber so langsam müsste es jetzt mal angekommen sein. Ja, also dass bis zwischen 2003 und 2013 kritische Jahre stehen, man immer noch versucht, im System irgendwelche Argumente zu machen und 2013 schließlich rausfliegt. So, dass ich darüber viele Freunde verloren habe, das müssen wir doch jetzt hier nicht diskutieren, ja? Ich bin doch die Erste, die darunter leidet, dass viele sozusagen nicht mehr in meinem Leben sind. Aber ich bleibe bei dem, was Sie gesagt haben, Herr von Witzleben. Wenn Sie jahrelang, um nicht zu sagen jahrzehntelang, auch im deutschen Fernsehen durchgereicht worden, Anne Will oder was auch immer, Maybrit Illner, irgendein Thema zu Europa, wen ruft man an? Ulrike Gero, ja? Oder wir haben irgendeinen EU-Rat. Es gibt ja 4-mal im Jahr EU-Räte. Ja, vom Norddeutschen Rundfunk bis zum Bayerischen Rundfunk habe ich dann, keine Ahnung, 16 Radiointerviews gemacht, um zu erklären, was passiert auf diesem EU-Rat. Das heißt, ich hatte ja einen guten Leumund. Ja? So, wenn dann auf einmal ein System aus Gründen, die wir analysieren müssten, zum Teil ja schon analysiert sind, ein ganzes System, wie ich geschrieben habe, die Kontenance verliert und auf einmal, sagen wir mal, autoritär abdriftet bei Corona, ja? Dann ist doch die Frage, konnte ich das vorher wissen oder ist die Tatsache, dass ich vorher mit diesen Leuten in Treu und Glaub zusammengearbeitet habe, kann man mir das ex post vorwerfen? Ich glaube nicht. Ich habe mich doch gewundert, auch als das losging mit Corona, als ich sehen musste, dass sozusagen von, ich nenne jetzt wirklich keine Namen, aber eins kann ich sagen, also dass dann keiner mehr bei mir war. Also ich habe mich ja gewundert, warum ich praktisch die Einzige gewesen bin, die 2020 sozusagen anders abgebogen ist, als meine meisten Freunde beim Spiegel, beim Stern, beim was auch immer, Deutschlandfunk, genauso wie ich mich 2013 gewundert habe, dass alle bei der Bankenkrise abgebogen sind, in die Märkte, in die Griechen sind schuld, anstatt die Banken sind schuld, abgebogen sind in faule Griechen, anstatt zu sagen, es ist eine deutsche Dominanz und so weiter und so weiter. Ich habe mich 2013 genauso gewundert und genauso aufgeregt.
Ja, das muss man ja sehen. Also das war ja auch damals im Grunde die gleiche Situation, wo ich gedacht habe, aus dem, was wir gemeinsam erfahren haben, wie sozusagen die deutsche, das ging um diese Trade Imbalances, ja, also das deutsche Handelsungleichgewicht in Europa und so weiter, dann kommt Lagarde mit ihrem Interview und sagt, Moment mal, es ist das deutsche Handelsungleichgewicht, es liegt nicht an den Griechen. Und alle Deutschen sagen, ja, die berühmten Affen, nein, nein, wir sind es nicht gewesen, die Griechen sind es gewesen, ja. Das war ja auch eine kolossale Umdeutung dessen, was geschehen ist. Aber natürlich haben alle munter mitgemacht, weil irgendwie klar war, wir wollen das jetzt hier in Deutschland so erzählen, dass es die faulen Griechen sind und nicht unsere Landesbanken. Ja? Wäre ja auch nicht so schön gewesen, das zu erzählen. So, das ist ja eigentlich so sozusagen schematisch von dieser Corona-Geschichte her relativ ähnlich. Man will halt eine bestimmte Erzählung und man will es so erzählen und nicht anders erzählen. Und das war ja übrigens, wenn ich das sagen darf, auch eins der Gründe, warum ich bei Corona so gemacht habe, weil ich gedacht, das kenne ich doch von der Bankenkrise. Da will man mir erzählen, faule Griechen, aber es waren die Banken. Und jetzt will man mir erzählen, Coronavirus, aber was sehe ich denn? Ja? So, das heißt, ich hatte ja diese Hellhörigkeit im Ohr. So, und ich war ja am Kar-Samstag 2020, also im April 2020, vor der Volksbühne. Das war ja die erste Demo, als das Verfassungsgericht das Versammlungsverbot kassiert hatte. Ja? Und da standen wir dann mit unserem Grundgesetz draußen, Maske draußen, Abstand bla. Und nachher wurden wir hier so zu so einem Polizeiwagen geführt. Ja? Und an diesem Tag habe ich 25 Journalisten, ich nenne keinen Namen, aber wirklich wichtige Journalisten in Deutschland, die ich alle persönlich kenne und duze, eine E-Mail geschrieben, gesagt, Leute, das will ich heute, ich war dabei. Es war keine gewaltsame Demonstration, es ging nur ums Versammlungsgebot, es war nichts Rechtes hier. Und ich möchte darüber heute Abend was im Fernsehen haben. Und an dem Tag hat mir keiner von diesen 25 Freunden zurückgeschrieben. Und da habe ich gedacht so, jetzt ist hier irgendwas am Start und ich verstehe es nicht. Ja? Und den Rest der Geschichte kennt man, wenn man mich jetzt beobachtet hat in den letzten 2 Jahren. Ja? Und trotzdem müssen wir das auseinandernehmen, sozusagen vor dieser totalitären Versuchung oder dieser autoritären Wende. Die, also das ist ja, als hätte man so ein ganzes System gehijackt. Da sind wir drei uns ja, glaube ich, einig. Ja? Und die Frage ist, warum ich halt, das habe ich ja jetzt versucht zu begründen, sehr sensitiv reagiert habe und warum andere das nicht gemacht haben. Und ich glaube, die Gründe dafür sind auch, dass andere, glaube ich, systemisch anders gefangen waren. Ich glaube tatsächlich, also ich war ja in der Zeit an der Donau-Uni relativ frei als Professorin. Ja? Ich glaube, wenn Sie in so einer Redaktion sind, das kennt doch jeder, Sie sitzen in irgendeiner Sitzung, Meeting, 10 Leute, 9 sagen das eine und Sie wollen dagegen erstmal ein bisschen wegtauchen, erstmal ein bisschen was passiert da. Also ich glaube, der systemische Impact auf diejenigen, die in den Redaktionen gesessen haben und die vielleicht auch gedacht haben, das ist ein bisschen merkwürdig und so weiter. Aber wer hat denn schon mal gegen 8 oder gegen 20 Leute andiskutiert? Oder in so einer Spiegelredaktion saßen Sie da schon mal, 163 Leute? Und dann sind da 2 oder 3, die sagen, ah, weiß ich nicht, ja. Aber es sind 150, die sagen, so? Also ich will das nicht entschuldigen. Ich will nur versuchen zu verstehen, warum ja dieser systemische Impact des Konformitätsdruckes unglaublich massiv ist. Vor allen Dingen, wenn man eben irgendwo sitzt, an der Schule, im Betrieb oder so, wo es dann eben nicht so einfach ist, auf einmal den Mund gegen 10 oder 15 Leute aufzumachen. Ja. Also keiner ist doch zum Helden geboren. Ja. Also das muss man einfach erstmal machen. Und Sie haben auch einmal in einem Interview, das fand ich ganz interessant, über Ihre Arbeit bei German Marshall Fund berichtet und haben scheinbar zu jener Zeit gemerkt, dass es eine gewisse Divergenz gibt zwischen den europäischen und amerikanischen Interessen und dass in einem German Marshall Fund sich scheinbar, so berichten wie es das in diesem Interview, mehr für die amerikanischen als für die europäischen Interessen eingesetzt worden ist. Und da sind wir jetzt auch im Grunde genommen bei unserem nächsten Thema für dieses Interview, nämlich über die Rolle von Think Tanks in unserer Gesellschaft, die Sie ja durchlaufen haben, auch die Rolle von Think Tanks und Stiftungen, muss man dazu sagen, die Sie von innen, Sie kennen die Innenperspektive und das will ich an der Stelle auch nochmal betonen, ist ja in dieser Zeit wirklich Gold wert,
zu wissen, wie diese Denkfabriken und diese Stiftungen arbeiten, wie die Strukturen sind, wie das Ganze aufgebaut ist. Aber meine Frage geht jetzt erstmal an Sie, Frau Gönzges. Es gibt ja auch die Debatte darüber, inwiefern diese Denkfabriken und Stiftungen überhaupt demokratisch legitimiert sind. Also sie sind ja, ich denke, da können Sie mir zustimmen, im Grunde genommen auch ein Instrument von Oligarchen, von Superreichen, von einem George Soros oder von einem Bill Gates und von vielen anderen Milliardären, die Öffentlichkeit zu beeinflussen. Also, und Geld dabei zu verdienen. Und dabei auch noch Geld zu verdienen. Also, genau. Das sehen wir doch auch sehr kritisch, oder? Ja, also um auf die Open Society Foundation zu sprechen zu kommen, das ist im Prinzip ein Nachfolger von so einem CIA-Projekt, also wie nennt sich das gleich, Office for Cultural irgendwas. Jedenfalls ist es ein Projekt, was auf jeden Fall zur Veränderung von Gesellschaften angetreten ist. Und in den Ländern, in denen die Open Society Foundation tätig ist, wird in meinen Augen Demokratie untergraben, weil Herr Soros sich ganz klar zum Ziel gesetzt hat, auf die Meinungsbildung der Menschen im Land Einfluss zu nehmen. Er hat 1992 gegen das englische Pfund gewettet und im Prinzip die Bank von England an die Wand gefahren. Damit hat er seine Milliarden verdient. Also da war mein erster Kritikpunkt, weil Sie ihn mal linken Milliardär genannt haben, also jemand, der links ist, der fährt keine Länder an die Wand und schon gar keine Entwicklungsländer. Und es gibt einen Haufen Entwicklungsländer, in denen dieser Mann nicht mehr willkommen ist. Also es ist dann noch eine sehr ethnozentrische Perspektive zu sagen, der ist irgendwie gut oder macht mit seinen Organisationen irgendwas Gutes. Er hat im Prinzip seine Fingerchen in der Ukraine seit 2013, kann man ganz klar sagen, oder wenn nicht schon vorher. Er hat in einem Interview mit dem Guardian gesagt, die Ukraine sei sein Lieblingsprojekt oder sein bestes Projekt, wie er es da ausgedrückt hat. Und er hat sich zusammen mit Herrn Biden dumm und dusselig verdient durch die Privatisierung der Infrastruktur dort seit 2013 und hat ganz stark auch Einfluss genommen auf die kulturelle Entwicklung, um die Ukraine als Bollwerk gegen Russland aufzustellen. Also ich würde sagen, er ist konstitutiv mit daran beteiligt gewesen, dass es jetzt zu dieser Auseinandersetzung ging. Er war Teil dieser Vorbereitung dieses Krieges, den wir jetzt haben. Und in vielen Ländern ist er nicht mehr willkommen. Da gilt er als eine Art Wirtschaftsterrorist. Und da ist wieder das Thema Souveränität. Für ihn sind ja Nationalstaaten sowieso von gestern. Also er hat sich da innerlich schon verabschiedet. Das heißt, er kann auch durch seine Stiftungen da gerne überall beeinflussen, weil für ihn hat der Nationalstaat keinen Bestand. Also der ist quasi schon über das Globalismus-Trilemma drüber, der hat sich für sich schon irgendwie gelöst, was er dann Dani Rodrik damals aufgestellt hatte. Also quasi, wir können nur bei Nationalstaaten, freiem Welthandel oder Demokratie müssen wir uns irgendwie für 2 von 3 entscheiden. Alle 3 werden zusammen nicht funktionieren. Und man hat immer den Eindruck, Herr Soros hat sich schon entschieden, der Nationalstaat muss weg. So. Und finde ich dieses Trilemma, es ist erstmal ein Postulat. Ja, das hat Dani Rodrik damals so aufgeschrieben und ich habe immer den Eindruck, es wird ein bisschen eingesetzt als eine Art Erpressung. Mit dem Motto, ja, ihr wollt doch freien Welthandel und darauf werden wir auch nicht verzichten. Ihr wollt doch Demokratie, oder? Tja, Kinders, dann muss leider der Nationalstaat weg. Tut uns wirklich leid. Und da habe ich das Gefühl, er agiert die ganze Zeit schon, als würde es keine Nationalstaaten mehr geben. Sorgt dann für Spannung im Land, sorgt für Color Revolutions, die er auch übrigens finanziert hat auf der ganzen Welt. Und also mit meinem Verständnis von Demokratie ist es nicht zu vereinbaren, wenn jemand sich so stark einmischt in den inneren Meinungsbildungsprozess eines Landes, zumal bestimmte Policies, die er den Ländern dann durch seine Foundations aufdrückt, möglicherweise Ideen sind, die dort in der Gesellschaft zu Unfrieden führen, beziehungsweise die sich gar nicht organisch aus der Gesellschaft selbst heraus entwickelt haben. Und da sehe ich, da fehlt mir der Respekt letztendlich wirklich vor der Souveränität nationaler Demokratien. Also vielleicht fange ich mal so an, dass ein Papier, was ich geschrieben habe über den Begriff der europäischen Souveränität im Januar 2022, als ich noch schreiben durfte, war ich noch nicht gekündigt, war ich noch an der Uni, war noch vor dem blauen Buch, wer schweigt, stimmt zu. Also Januar 2022 hatte ich noch, habe ich glaube ich noch 3.000 Euro Honorar bekommen, um für eine Brüsseler EU-Seite einen längeren Text zu schreiben, 40 Seiten wissenschaftliche Arbeit über den Begriff der europäischen Souveränität. Und ich glaube, es war ein guter Text. Ja? Und das Interessante ist, dass es diesen Text auf der Webseite heute nicht mehr gibt. Das soll also heißen, dass, wie eben schon angedeutet wurde, vieles über
aber, dass ich nachgedacht habe und vieles, wofür ich hofiert wurde, noch bis Januar 2022, heute gelöscht ist. Also ich wurde von dieser Webseite gelöscht. Man findet den Beitrag noch im Webarchiv und das ist erstmal interessant. Ja, also auch deswegen interessant, was mir eigentlich vorgeworfen wird, weil genau diese Frage, nämlich zu klären, was ist eigentlich europäische Souveränität? Was hieße europäische Demokratie? Wo machen wir die Souveränität fest? Am Bürger, am Nationalstaat und so weiter? Darum ging es ja in diesem Text und Herr von Witzleben hat das eben ausgeführt, ja, dass man dann mal da und da war, aber auf einmal gilt das alles nicht mehr. Insofern würde ich auch hier nochmal gerne nur ins Felde führen. Auch ich wurde gelöscht und finde das eigentlich dumm, weil meine Ideen zur europäischen Souveränität haben jetzt mit Corona erstmal gar nichts zu tun und sind wahrscheinlich nach wie vor noch die gleichen und auch erstmal gut. So, das Zweite ist, ich bin es jetzt wirklich ein bisschen satt mit Soros, ja, rauf und runter und Soros und nochmal. Ich glaube, ich habe mich gefühlt in 1 Million Interviews halbwegs differenziert, biografisch jetzt dazu Stellung genommen. Ich habe gesagt, dass ich 2013 gekündigt wurde, ja, und ich habe versucht zu beschreiben, welchen Preis mich das gekostet hat. Insofern finde ich, dass es ja doch auch möglich sein muss, mir zu konzidieren, dass ich vielleicht einfach klüger werde oder dass ich sogar Mut bewiesen habe, und zwar nicht nur 2020, sondern schon 2013. Also, dass ich zweimal im Grunde eine Kündigung riskiert habe, um weiter so zu denken, wie ich denken wollte, in diesem Fall zu Europa, nämlich immer noch an das demokratische politische Europa, dass ich schon 2013, ich habe es jetzt mehrfach beschrieben, nicht mehr gesehen habe in dieser Bankenkrise, Austeritätsdiskussion und so weiter. Das hat mir damals sozusagen Kopf und Kragen gekostet. Dann kam die Europäische Republik. Ich habe es versucht, als Diskussionsangebot zu machen. Ich habe mehrfach schon gesagt, dass das Diskussionsangebot ein Augenzwinkern war, eine Utopie, die unglaublichen Erfolg hatte. Und dann bin ich 2020 nochmal draußen mit den gleichen Konsequenzen, wieder de facto arbeitslos und gekündigt. Ja, also im Grunde würde ich eher sagen, dass egal was kommt, ich einfach an diesem Europathema und wie wir europäische Demokratie gestalten, weiterdenken. Nochmal zu Soros zurück. Ich habe ihn eben auch als jemanden erlebt, der in der Bronx sehr viel Geld ausgegeben hat für Jugendliche, schwarze Jugendliche, die in der Bronx sonst was auch immer Drogendealer sind. Ich habe ihn auch erlebt, als, ich sage ich gerne in jede Kamera, ja, als Frau, die zweimal abgetrieben hat, als jemanden, der im Prinzip die ganzen amerikanischen Abtreibungskliniken bezahlt hat. Und wer die amerikanische Diskussion kennt, weiß, dass es als amerikanische Frau praktisch nicht mehr möglich ist, abzutreiben. Ich fand das eher gut. Er hat das Joint-Hanf-Programm, also Legalization of Marihuana finanziert. Sexworker eingesetzt, ich weiß nicht. Whatever, ja, so, aber ich finde, es gibt in jedem Mann was Gutes und was Schlechtes. Jedenfalls gibt es auch Sachen, wo ich sagen kann, das hat Soros gut gemacht oder das kann ich unterschreiben. Der Punkt, wo ich für ihn gearbeitet habe, war für mich ein ganz wichtiger Punkt. Ich sage es nochmal, es ging um die Bankenkrise, es ging um europäische Souveränität, es ging um eine politische Fähigkeit Europas, in der Bankenkrise zu entscheiden, genau wie die Amerikaner. Die Amerikaner haben 13 Banker ins Gefängnis getan, die Bankenkrise abgeräumt und ein Jahr später war gut. Wir haben das 4 Jahre schwelen lassen, haben uns zwischen Griechen, Spaniern und so weiter die Verantwortlichkeiten um die Ohren gehauen. Und es hat ein amerikanischer Ökonom vom Peterson-Institut damals gesagt, it's politics stupid. Die Europäer konnten die Bankenkrise nicht fixen, weil wir keine Politik im System hatten. Ja? Und weil die Nationalstaaten und damit die Bürger der Nationalstaaten gegeneinander aufgestellt wurden. Oh, du faule Griechen, oh, ihr blöden Italiener, oh, ihr schwachen Spanier. Ja? Aber wir tolle Deutsche und die Finnen noch obendrauf und die wahren Finnen und so weiter. Ja? Und ich wollte diesen Bürgerkrieg nicht. Ich wollte nicht dieses nationale Gerangel, sondern dagegen, sage ich nochmal, habe ich gestellt, wir müssten davon träumen oder uns wenigstens wünschen, ein Europa, in dem der allgemeine politische Gleichheitsgrundsatz gilt. Das heißt, wir wollen eine europäische Demokratie für Europa. Dann müssen die Bürger gleichgestellt sein für dem Recht. Und dann hätten wir uns diese Fragen ersparen können oder diesen Streit, ob jetzt die Griechen eine Arbeitslosenversicherung haben oder ob die Italiener sowas wie Hartz IV haben und so weiter. Ich war in Thessaloniki. Ich bin auf dem Marktplatz in Thessaloniki während der Bankenkrise über die Griechen in Schlafsäcken gestiegen, die da abends gelegen haben wegen der Bankenkrise. Und das hat mir so einen Hals gemacht. Ja? Und deswegen habe ich diese Republik erfunden und jeden Preis dafür bezahlt, nämlich den meiner Kündigung. Ich habe eben schon gesagt, dass ich wegen dieses Textes im Grunde in der FAS gekündigt wurde. Aber kommen wir mal zurück zu dem, was uns interessieren sollte, sozusagen am Ende vielleicht des Gespräches. Ja? Es ist da, aber,
Den Satz möchte ich noch sagen, ja? Es gab damals in der Bankenkrise, weil Soros war eben für Eurobonds. Ja, also für europäische Staatsanleihen. Und das hätte ich gerne gesehen, weil dann hätten wir uns dieses Gespuke, ja, mit diesen Interest Rates, diesen Zinsdifferenzen, das hätten wir uns sparen können, dass die Märkte so in Europa hineinregieren. Und Soros, diese Eurobonds-Geschichte, die hat er wirklich nach vorne getragen. Ich kann das erzählen, ja, ich habe damals, ich kann die Namen nicht nennen, aber ich war bei mehreren Ministern mit Soros in Vier-Augen-Gesprächen und es ging nur darum. Und es hatte, das kann man mir jetzt glauben oder nicht, von Soros aus, dass die Idee, Europa muss Eurobonds haben, damit es sich schützt und seine Bürger schützt. Und es gab damals Pläne der Chinesen, die Hälfte der chinesischen Staatsanleihen vom Dollar in Europa abzuziehen, also vom Dollar in Eurobonds, in europäische Staatsanleihen zu packen, wenn wir Eurobonds gemacht hätten. Wir haben es nicht gemacht. Für mich ist das die verpassteste aller verpassten Gelegenheiten, um Europa ein ökonomisches und fiskalisches Dach zu geben. Dass die Europa, Chinesen sich bei uns einkaufen mit Eurobonds. Die Chinesen haben... Das hätte uns einen unglaublichen Liquid Financial Market gegeben. Ja, wir hätten solche Sachen wie hier, können wir auch mal in die Kamera halten, ja, ein europäisches Hochgeschwindigkeitsnetz, Züge von Budapest nach Paris und von Kopenhagen nach Barcelona, hätten wir uns sozusagen so finanzieren können. Aber dann hätten die Chinesen was mitzureden gehabt. Ja, die Chinesen haben sowieso was mitzureden. Das ja, stimmt auch. Und jetzt haben sie halt in Amerika was mitzureden. Also so ein bisschen ökonomische Vernunft kann man schon sagen. Aber wenn wir uns darauf einigen, dass wir ein potentes Europa brauchen, was handlungsfähig ist, demokratisch, politisch, mit Bürgerrechten, die funktionieren, dann würde ich sagen, es hätte uns wahrscheinlich sehr gut getan, wenn die Chinesen die Hälfte ihrer Vermögenswerte aus Amerika abgezogen hätten und in den Euroraum gesteckt hätten, dann hätten wir vielleicht andere Spielräume gehabt. Ja? So, das sind jetzt alles so Debatten und Sachen, die keiner weiß, worüber keiner redet und dann kommt es immer nur Soros, Soros, Soros. So, jetzt haken wir Soros mal ab, weil ich finde, jetzt ist alles dazu gesagt und die entscheidende Frage ist, wo steht Europa heute? Redet überhaupt noch jemand über Europa? Haben wir noch eine europäische Ambition für diesen Kontinent? Wie sollte die aussehen? Und wenn wir darüber reden, dann müssten wir auch tatsächlich jetzt mal endlich, sage ich fast, zu den Begriffen kommen, was ist eigentlich eine Nation oder ein Nationalstaat? Haben wir das überhaupt mal anständig definiert? Ja? Und was ist Souveränität? Und dazu sage ich nur zwei Sätze. Souveränität geht immer vom Volke aus und kommt so schnell nicht wieder. So hat es ja Kurt Tucholsky genannt. Ja? Souveränität, man denkt immer, die europäische Souveränität ist der Begriff, der die Handlungsfähigkeit Europas in der Welt definiert. Aber Souveränität ist der Begriff, der die Beziehung des politischen Systems Europa zu seinen Bürgern definiert. Und am Ende des Tages hängt dieser Begriff am Begriff der Republik und am Grundsatz der allgemeinen Gleichstellung. Wenn wir sagen, Souveränität geht vom Volke aus, dann kann sie nur ausgehen von Bürgern, die rechtlich gleichgestellt sind. Und diese Bürger müssten sich dann eben, und deswegen habe ich das ja alles erfunden, in einer Republik verfassen, weil es gibt keinen Bürgerbegriff ohne Staat. Es gibt keine Bürger ohne Staat. So, und das für mich Problem in der Diskussion, und da können wir drüber reden, warum das so ist, ist, wenn man sagt, Europa-Staat, dann ist immer gleich, oh, der Superstaat, wir wollen nicht diesen Superstaat. Ich sage gar nicht Superstaat und ich sage auch nicht zentralisierter Staat. Ich gebe nur zu bedenken, dass es keine Bürger ohne Staat gibt. Ich gebe zu bedenken, dass ein Staat auch schützen kann. Und ich gebe vor diesem Hintergrund zu bedenken, dass wir uns erlauben sollten, über den Begriff einer europäischen Staatlichkeit nachzudenken. Nichts anderes. Ja? Wie wir den ausgestalten, wie dezentral, wie regional wir den machen, das kann man ja alles diskutieren. Aber ich würde gerne daran erinnern, dass schon im Jahr 2000, also 3 Jahre vor der europäischen Verfassung, es ein wunderbares Buch gegeben hat von einem Franzosen, Jean-Marc Ferry, La question de l'État européen, die Frage des europäischen Staates. Nichts Superstaat, nichts zentralistisch, sondern nur die Frage, kriegen wir ein staatliches europäisches Dach auf die europäischen Bürger, um sie zu schützen und nicht der Globalisierung auszuliefern. Und wie wir das dann aussortieren, regional, dezentral, demokratisch, Teilhabe und so weiter, darüber können wir uns ja jetzt mal die Köpfe heiß reden. Das wäre eigentlich mein Wunsch, dass wir endlich wieder anfangen, uns darüber die Köpfe heiß zu reden, anstatt Klimakleben und so weiter. Weil ich glaube schon, dass wir auf diesem Kontinent was zu verlieren haben. Ich möchte keine westchinesische Provinz werden. Ich möchte nicht ausgepresst werden von den Amerikanern wie eine Zitrone. Und ich glaube, postkoloniale Debatte hin oder her, ja, wir haben uns versündigt, 500 Jahre lang am globalen Süden,
Trotzdem glaube ich, dass dieser Kontinent auch Gutes hervorgebracht hat und dass wir eine Geistesgeschichte und eine Kultur haben, die zu bewahren es sich lohnen würde und aus der heraus auch ein globales Gemeinwesen, eine Debatte angeregt werden kann. Ja, und lassen Sie uns vielleicht zum Abschluss unseres Gesprächs auch noch ein wenig einen Blick in die Zukunft werfen, denn hier sitzen ja auch heute, wenn man so will, zwei Generationen, zum einen eher die jüngere Generation und Sie, Frau Gebohr, Sie sind im Herzen genauso jung wie wir, aber sind doch eher noch von der etwas älteren Generation. Und ja, Frau Velasquez, jetzt gebe ich die Frage mal an Sie. Wenn Sie so in die Zukunft blicken und sich mit Europa beschäftigen und schauen, was hier gerade auf der Welt so los ist, wir haben uns im Vorgespräch schon auch ein wenig darüber unterhalten. Wie ist da Ihre Vorstellung, wie sieht für Sie in ein Europa in 10 bis 15 Jahren aus? Erstmal den Punkt mit der Rechtsgleichheit. Also ich halte es für einen schönen idealistischen Gedanken, aber in den USA gibt es das ja beispielsweise auch nicht. Und die USA ist eine Demokratie, besteht aus Staaten und jeder Staat kann seine eigene Gesetzgebung verabschieden. Und in den letzten 3 Jahren haben wir erlebt, dass das den Schutz darstellt. Nicht die vereinheitlichte Gesetzgebung. Ja, aber einen Moment, auf Ebene des ich muss kurz reingehen. Auf Ebene des Are you American Citizen sind die 360 Millionen Amerikaner alle gleich. Dass die nachher in Dakota was anderes haben als in Los Angeles und die einen haben eine Todesstrafe und die anderen nicht und die Steuern unterschiedlich sind, können wir ja auch drüber reden. Aber die zentrale Frage der Rechtsgleichheit bezieht sich darauf, wer hat American Citizenship und wer darf wählen. Und das ist der allgemeine politische Gleichheitsgrundsatz. Und der ist, deswegen gibt es ja überhaupt amerikanische Bundeswahlen, der ist gleich. Ja? Ja, aber die Gesetze werden trotzdem von den einzelnen Bundesstaaten. Genau, aber das könnte man ja in Europa genauso machen. Das habe ich ja eben schon gesagt. Das habe ich ja eben schon gesagt. Meine Senatoren, die im Grunde viel mehr Schwarzenegger-Style. Aber wenn die Senatoren aus ganz Europa kommen und das dann doch wieder zentral entscheiden, es gibt dann eine Gesetzgebung für alle, dann wird es ja wieder zentralistisch ausgekübelt. Nein, lassen Sie mal die Begriffe. Also ich meine Checks and Balances. Also wir müssen es erstmal nicht so machen, wie ich es versucht habe. Ich versuche einen Kompromiss zu finden. Warum, also ich habe mal gehört, dass Ihr Modell im Prinzip sich auch stark an der Schweiz orientiert. Also genau, dass Ihnen Schweizer das gut Eifel, gefällt, genau. Dass Ihnen auch diese Art von dezentraler Struktur, dieser Kantonalstruktur genau, gefällt. Genau. Warum können wir sowas nicht auf Europa denken und den Dachverband weglassen? Ja, aber das ist doch genau das Ding. Sonst müssen Sie die Schweiz auch weglassen. Da haben Sie nur die Kantone. Ja? Aber ich war gerade in Zürich. Ich habe die Konferenz Europa als Schweiz als Eidgenossenschaft, die habe ich schon geplant. Die wird nächstes Jahr stattfinden. Lade ich Sie gerne zu ein. Ja? Aber genau das. Übrigens ist das auch nicht neu. Also ich war auch schon in Zürich vor Corona. Ich habe schon in dem Hörsaal gesprochen, wo Winston Churchill da die Plakette hat, Let Europe Arise. Also auch das ist nicht neu. Ich mache das schon seit 4, 5 Jahren. Ja? Dieses Nachdenken über dezentrale Strukturen in Europa nach dem Modell der Schweizer Eidgenossenschaft. Da wäre ich dabei. So, die Frage ist nur, Sie wollen ja trotzdem auch die Schweiz. Ja, die Schweiz ist ja trotzdem das Dach, das diese Kantone erstmal schützt und das überhaupt den Aktionsspielraum oder die Existenz dieser Kantone erstmal garantiert. Nicht zwangsläufig. Ich klammere mich in keinster Weise in eine Nationalstaat, weil ich da keine emotionale Beziehung zu habe. Ich sehe es rein pragmatisch in diesen Zeiten als die kleinstmögliche Verwaltungseinheit, ja, die wir gerade haben. Ich grätsche gleich rein. Dann müssen wir uns jetzt darüber einigen, wenn Sie diese sozusagen kleinen Einheiten schutzlos lassen, also ohne das schützende Dach. Ich sage nochmal, Staat ist nicht Superstaat und ist nicht unbedingt zentral. Ja? Aber dann werden die Chinesen wie ein Staubsauger drüber gehen. Je kleiner die Einheiten, müssen Sie natürlich auch, wenn Sie kein schützendes Dach haben, das ist dann wie bei Paulchen Panther. Ja? Dann kommt der Staubsauger und alle sind, kennen Sie, sind wahrscheinlich zu jung für Paulchen Panther. Aber wie funktioniert das denn mit dem Staubsauger? Also wenn man eine regionale Autonomie hat, dann braucht man die Chinesen doch nicht reinlassen, wenn einem das oder das Projekt nicht gefällt. Also, wenn wir uns darauf einigen, dass wir Schweiz als Eidgenossenschaft, als Modell für Europa mal denken wollen, dann sind wir uns immerhin einig, dass die Kantone trotzdem noch eine Schweiz drüber haben. Ja? Die garantiert die Währung, in Europa wäre es der Euro, und die Schweiz garantiert, dass die Schweizer Bürger alle gleich sind. Die dürfen auch von Basel nach Bern, nach Lausanne umziehen, ja? Und sind da nicht irgendwie blockiert und müssen keine Zollschranken mehr überwinden. Ja? Das heißt, es gibt eine Ebene der allgemeinen politischen Gleichheit, die garantiert, dass es die Schweiz gibt, dass die alle eine Währung haben, dass die alle gewisse Pflichten haben, zum Beispiel auch zur Landesverteidigung und so weiter. Und darunter sind die Kantone völlig dezentral. Das ist mein Modell für Europa. Aber die schon Schweiz seit langem schützt momentan die Schweiz davor, nicht die EU zu sein.
Und ja, darauf will ich hinaus, wenn wir jetzt in Europa das Schweizer Modell auf Europa auskübeln, dann gibt es in Europa kein Außen mehr. Nee, das stimmt. Und das halte ich für höchst gefährlich in Zeiten, in denen wir damit rechnen müssen, dass in den nächsten Jahren erneute Angriffe auf die Bürger erfolgen werden. Ja, also es gibt kein Außen mehr. Ja, also eine Corona-Erfahrung ist, there's no more exile. Und in der Schweiz sind die Dinge graduell besser, aber auch nicht so wahnsinnig viel besser. Ja, abgesehen davon können ja nicht, was haben wir in Europa, ungefähr 460 Millionen Einwohner ohne die Briten. Wir können ja nicht mit 460 Millionen Einwohnern die Schweiz auswandern. Ja, das geht ja auch nicht. Das heißt, die entscheidende Frage für mich, wir sprechen heute an einem Tag, an dem Frankreich brennt. Ja, Frankreich brennt. Meine Kinder wohnen in Paris, ja, meine Söhne. Das ist eine Tragödie. Die Französische Republik so zu sehen wie ein Schatten ihrer selber, ist ja nicht zum ersten Mal Migrationsfragen, soziale Krise so. Wir haben Meloni in Italien, wir haben Orban und so weiter. Ich sage nochmal, ich bin die Letzte, die gegen die Populisten schießt. Ich habe 10 Jahre darauf verwandt zu sagen, es sind nicht die Populisten gegen Europa, sondern es sind die sogenannten Populisten gegen die EU, und zwar zu Recht. Ja? Übrigens machen wir uns nichts vor, um das nur mal kurz einzufügen. Ja? Ich war 2018 auf der Buchmesse in Turin. Da wurde eins meiner Bücher ins Italienische übersetzt. Da war plakatiert, ja? 2019 war es, vor den Europawahlen, Cesare Mussolini, schwarzes Plakat mit weißer Schrift, Cesare Mussolini, pur una Europa forte. Machen wir uns nichts vor, ich habe das ganz oft gesagt, kein Diskurs ist so dumm, als zu sagen, die Populisten sind gegen Europa. Sie sind für Europa, für Europa. Und die Frage ist eigentlich nur, kriegen wir jetzt mit Melone, weil ich habe mit Frankreich angefangen, Marine Le Pen, ich war in Paris vor ein paar Tagen, ja, 10 Tage lang in Paris, jeder Franzose, mit dem ich gesprochen habe, das sind wirklich nicht die dümmsten, ja, die haben mir alle gesagt, oh, Marine Le Pen, Marine Le Pen. Ja, die einzige Frage ist noch Marine Le Pen oder irgendeiner ihrer Jünger, den sie da heranzieht. Ja. Das heißt, 27 haben wir wahrscheinlich Marine Le Pen. Wir haben jetzt schon Melone, wir haben Orban, wir, und so weiter. Ja. Wo treiben wir hin? Und jetzt ist die Frage, überlassen wir Europa, weil ich sage nochmal, die Populisten sind nicht gegen Europa, ja? Überlassen wir den sogenannten Populisten Europa und dann kriegen wir ein regressives, populistisches, nationalistisches, protofaschistisches, antifeministisches, was auch immer Europa, Frauen hintern Herd, Kinder, I don't know what, ja? Oder können wir aus einer, sagen wir mal, bürgerlichen Mitte, linksprogressiven, was auch immer liberalen Ecke, die wir hier in diesem, nennen wir es mal, Corona-Widerstandslager gelandet sind und das Gefühl haben, wir wollen Europa nicht der WHO ausliefern, wir wollen es auch nicht der Globalisierung ausliefern, wir wollen es auch nicht Klaus Schwabs Agenda ausliefern, wir wollen es aber auch nicht den Chinesen ausliefern und nicht den Amerikanern überlassen. Kriegen wir hier aus dieser liberalen, bürgerlichen, links-progressiven Sammelbecken, die wir jetzt geworden sind, von Ach gut bis Weltwoche, um es mal so zu sagen, kriegen wir einen Europadiskurs hin, der heißt, wir überlassen Europa nicht den Populisten und wir überlassen Europa nicht der EU. Wir gehen irgendwo in der Mitte durch. Und die Mitte kann nur heißen, shaping Europe beyond the EU. Wie sieht ein Europa jenseits der EU aus? Und dieses Europa muss demokratisch, politisch und souverän sein. Und dann setzen wir uns an den Tisch und sagen, was heißt denn Souveränität überhaupt? Was hieße das für die Bürger Europabindung. Ich habe dazu sehr viel geschrieben. Es ist ja inzwischen gelöscht. Ja, kann man sich immer fragen, warum man meine Papiere ausgerechnet jetzt löscht. Aber die andere Frage ist, wie sieht ein emanzipiertes Europa aus? Welche Form von schützender Staatlichkeit könnten wir denken, bei dem Sie, Frau Velasquez, keine Angst mehr haben gegenüber Machtmissbrauch, gegenüber Auslieferung der Bürger an die Globalisierung? Also ist das überhaupt denkbar, dass wir uns noch mal daran erinnern, dass ein Staat auch eine Schutzfunktion für Bürger haben kann? Können wir das noch denken? Oder sind wir alle so terrorisiert von diesem absoluten Machtmissbrauch der letzten 3 Jahre, dass wir noch sagen, oh Gott, das will die kleinste Einheit. Zu den kleinen Einheiten würde ich gerne noch sagen, ich habe 2019 ein Buch geschrieben, Was ist die Nation? Und dann bin ich auch immer wirklich ganz entspannt. Ja? Also ist jetzt die Nation Malta oder doch Deutschland oder ist die Nation jetzt die Kurdistan oder doch vielleicht nur die Türkei? Welche Nation schafft es, zum Nationalstaat zu werden und warum nicht? Ja, warum ist aus Kosovo ein Nationalstaat geworden und aus Tschetschenien also nicht? Da kann ich nur sagen, alle, die das hier gucken, einmal ins Internet, ja, How to Make a Nation, Monocle Guide ist das beste sozusagen amüsante Buch, so ein dickes Ding. Ja? Da wird so beschrieben, wie man eine Nation
Version macht wie so ein Kochbuch. Ja? Man nehme eine Verfassung und aufgebrachte Bürger, man gieße dazu ein bisschen Rechtsstaatlichkeit, ein bisschen Geschichte, keine Ahnung was. Aber dass Nationen ja auch Erzählungen sind, die natürlich über eine Zeit lang funktionieren und auch wichtig sind, auch für uns, Paulskirche und wo wir herkommen, ist alles klar. Ja? So. Aber am Ende des Tages ist immer noch die Frage, welche Nation schafft es in die Nationalstaatlichkeit? Also warum haben wir als Deutsche dann irgendwann mal mit Kulturnation angefangen und irgendwann wurde das Deutsche Reich daraus und dann die Bundesrepublik und dann das wiedervereinigte Deutschland? Und warum sind zum Beispiel die Schotten, die jetzt ja auch eine Scottish National Party haben, da immer noch in ihrem United Kingdom gefangen? Und warum dürfen die Katalonen, die jetzt auch schon seit 10 Jahren auf der Straße stehen, auch keine Nation werden? Im Übrigen wollen sie ja eine Republik werden, ne? Katalanische Republik und so weiter und so weiter. Das heißt, das Verhältnis zwischen sozusagen Einheiten, die sich irgendwie identitär verstehen. Ich sag nochmal, Katalonien, Tirol, Elsass, Schlesien, was auch immer. Ja? Das gebe ich jedem. Europa ist nicht umsonst Einheit in Vielfalt. Einheit in Vielfalt. Und das ist der entscheidende Unterschied zu den USA. Die USA sind Melting Pot. Wir sind Einheit in Vielfalt. Und wenn wir Einheit in Vielfalt, Unitas in Pluribus, wenn wir das sozusagen rechtlich darstellen wollen, dann kann das nur sein, wir sind rechtlich gleichgestellt und identitär unterschiedlich oder kulturell unterschiedlich. Ja? Und das ist ja für mich, was ich hier mache, ist ja im besten Sinne, danke für die Gelegenheit, Herr von Witzleben, aber Gedanken ausbreiten. Ich muss das nicht morgen verwirklichen. Ich bin nicht apodiktisch. Ich werde keine Knute nehmen, um das durchzusetzen. Ich versuche nur in einer Situation, wo mir das Elend Europas, also dieses Kontinents, förmlich entgegenspringt. Ja? Die soziale Verweisung, die diskursive Verarmung, das kulturelle, also wir verlieren uns ja sozusagen auch mit Blick auf unsere eigenen kulturellen Grundlagen und so weiter und so weiter. In diesem Moment versuche ich doch nur, noch mal eine Debatte auf die Füße zu stellen und zwei Fragen zu stellen. Wollen wir Europa oder wollen wir Europa? Ja oder nein? Wenn wir es nicht wollen, hören wir auf zu reden. Ja? Wenn wir es aber wollen und wenn wir dann noch sagen, Europa als politische Einheit, das irgendwie eine Demokratie wird und die Bürger mitnimmt und souverän ist und emanzipiert und sich durchsetzen kann und die Bürger schützt und dezentral ist und so weiter. Wenn wir das alles wollen und uns einig sind, dass wir das wollen und wir dieses Europa nicht populistischen, nationalistischen, faschistoiden Diskursen überlassen, da wird es echt Zeit, dass wir uns anstrengen und nachdenken. Und dass wir die Zeit nicht mehr damit verplempern über Soros und WEF und keine Ahnung, sondern wir denken nach. Mit diesen Worten, Frau Gero, bedanke ich mich vielmals bei Ihnen beiden für dieses wirklich sehr spannende, anregende Gespräch und wünsche Ihnen für die kommende Zeit nur das Beste. Danke. Dankeschön. Und vielleicht darf ich es noch sagen, und Sie senden es noch, aber Entschuldigung für die Emotionalität. Ja, mich begleitet das Thema seit 30 Jahren. Ich habe mein Leben wirklich sehr mit diesem Europathema verbunden und ich kann mich dieser Emotionalität nicht freimachen und danke einfach nur, dass Sie mich wirklich lange haben reden lassen. Auch ich habe wahrscheinlich zu viel Sprechzeit genommen. Es tut mir wirklich leid. Aber ich hoffe, also ich fand es auch ein schönes Gespräch und ich bin einfach nur dankbar, dass ich auch ein bisschen in der Breite darlegen durfte, auch meine Verquickungen und biografischen Herkunft in und dieser genau Debatte. Dafür führen wir ja diese Gespräche hier auch, um Ihnen nicht ins Wort zu fallen, um Ihnen Ihre Gedanken Raum zu geben. Und dafür ist der Kanal auch geschaffen worden. Deswegen nochmal vielen Dank für das wirklich spannende Gespräch heute. Und auch an euch, liebe Community, vielen Dank, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen. Und nun denkt dran, wenn euch das Interview gefallen hat, abonniert meinen Kanal, lasst gerne einen Kommentar da und teilt es mit all euren Freunden da draußen. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Gespräch hier auf meinem Kanal. Ciao.